dominanten Modernismus. Man kann natürlich insgesamt sagen, dass Religionen überhaupt in der Moderne, denken Sie ans Judentum, denken Sie an den Islam, denken Sie ans Christentum, immer, wenn die Gesellschaft sich modernisiert, vor der Frage stehen, sich selber reformieren, modernisieren, um gegenwartsrelevant zu sein? Oder ist es wichtiger, die eigene Identität, den eigenen Ursprung zu bewahren, also Ursprungstreue? Und das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, in dem alle Religionen stehen, das ist ganz klar. Und trotzdem, diese Modernismuskrise oder der Antimodernismus um 1900 in der katholischen Kirche ist dann doch nochmal ein Stück weit, das fügt sich natürlich in dieses Panorama ein, was ganz Besonderes, wo Weichenstellungen, Traumata, Dinge, die die Kirche dann, also da gipfelt vieles in der katholischen Kirche und wirkt aber auch bis in die Gegenwart fort. Das will ich Ihnen ein bisschen zeigen. Jetzt wäre es ja was ganz Einfaches, wenn man jetzt sagt, ja, die bösen Antimodernisten, die wollten nur alles Alte bewahren und die haben alle verketzert und so weiter. Das ist natürlich sehr eine Sichtweise von außen. Also ich würde mich schon bemühen, auch wenn ich da nicht jede Position teile, dass wir uns ein paar Biografien genauer anschauen, ein bisschen Argumente, Motive, warum denken die so, was sind die Anliegen, wie sehen die Phänomene in der Zeit. Also das will ich versuchen, Ihnen ein Stück weit nahe zu bringen. Und ich würde jetzt in einem ersten Teil, der ist ein bisschen mehr vortragend, verschiedene zunächst mal wichtige Positionen, Fragestellungen der Modernismuskrise eher im Vortragsstil mit Ihnen entfalten. Dann haben Sie so einen Quellenreader mit Zitaten, zunächst von Albert Maria Weiß, der im Prinzip diesen Begriff Modernismus erfunden und dem Papst vorgeschlagen hat, aus seiner Autobiografie und dann die großen antimodernistischen Lehrschreiben, die Enzyklika Pascendi von 1907, und der Antimodernisteneid von 1910, bei dem zum Beispiel der Dogmatikprofessor, der lebt ja noch, Peter Hühnermann in Tübingen gesagt hat, er musste in der ersten Hälfte seines Lebens den insgesamt 18 Mal schwören. Also der wurde 1967 abgeschafft, aber der hat dann doch ganz lange gewirkt. Das wird mit dem Text sozusagen etwas uns erschließen und erarbeiten. Und in dem dritten Teil würde ich eher wieder im Vortragsstil mehr ein bisschen die Weichenstellungen, Nachwirkungen, Konsequenzen dann noch behandeln. Also zunächst mal ein bisschen Themenfelder und Problematiken des Thema katholische Kirche oder überhaupt Religion und Moderne. Und da würde ich ganz gerne mit sozusagen dem Gründervater der modernen Soziologie, mit Max Weber, beginnen, der damals Soziologie oder für Gesellschaftswissenschaften damals noch genannt Professor in Heidelberg gewesen ist und der so als einer der ersten, dass sozusagen die moderne Soziologie, wie modernisiert sich, entwickelt sich eine Gesellschaft. Und für Weber war ganz entscheidend diese Frage, wie hängt da der Zusammenhang mit der Religion zusammen? Wenn er nach Amerika, wir gehen gleich auf diese berühmte Reise 1904, fährt, da herrscht Zeit ist Geld, unheimlicher Aufbruch, Industrialisierung, Motorisierung und so fort. Zur Erholung war er auch in Italien, da ist ein Stück weit noch Deutsche Vita, aber auch der Katholizismus menschlich, aber auch rückständig sozusagen. Hängt das mit der Religion zusammen? Und Max Weber hatte sozusagen schon, bevor er 1904 diese berühmte Amerika-Reise angetreten ist, hatte schon so diesen Verdacht, dass diese Modernisierung der westlichen Welt, USA stehen für die Moderne zu der Zeit, auch England natürlich als das Mutterland der Industrialisierung, dass das irgendwie mit dem Protestantismus zusammenhängt. Das war schon seine Theorie, bevor er nach Amerika gefahren ist. Und das sieht er dann irgendwie bestätigt. Er ist zu einer, damals hat man die Modernität vor allem in sogenannten Weltausstellungen, wo man eben die neuesten industriellen Errungenschaften vorgestellt hat, präsentiert. 1904 reist er zu einem Kongress nach St. Louis im Süden, in Missouri,
der parallel zur dortigen Weltausstellung stattfindet. Nach 10 Tagen Überfahrt mit dem Schiff landet er in New York. Von dort braucht er dann eigentlich länger mit der Eisenbahn, um nach St. Louis zu kommen. Danach führt er eine 3-monatige Rundreise durch und er will eben diese These bestätigt sehen, dass Protestantismus und moderne Welt, dass die irgendwie zusammenhängen. Amerika eben als Musterbeispiel für Industrialisierung, Wirtschaftsaufschwung. Nach dem Bürgerkrieg, der war ja 1865 zu Ende, ist eben Amerika dann die führende Wirtschaftsmacht. Ein gewisses Symbol ist vielleicht auch, dass die alte katholische Großmacht Spanien 1898 im Krieg gegen die USA, Kuba, die Philippinen verliert, also die letzten Kolonien, also die Überlegenheit dieses protestantischen Prinzips. Weber sieht das so, dass er sagt, ja, warum sind diese Leute, das ist doch was Kontraintuitives. Normalerweise, wenn der Mensch was Gutes zu essen sieht, dass er ausruhen kann, dann will er das genießen sozusagen. Diese Kapitalisten, diese modernen Leute, die haben Geld, die geben das aber gar nicht aus, die sparen und wollen immer mehr und immer mehr. Die tun also Dinge, die man eigentlich, die der Mensch spontan sozusagen frei genießt, die Zeit, das Geld zum eigenen, für die eigene Befriedigung benutzt, die sparen das an, die tun sich also wie früher im Kloster asketisch perfektionieren, aber jetzt nicht mehr für ein übernatürliches Ziel, für Seelenheil, sondern um immer erfolgreicher zu sein sozusagen. Also es ist eine innerweltliche Askese. Und wo kommt diese innerweltliche Askese her, die ganz stark die Moderne prägt? Da sagt Weber, das ist eben eine Form des calvinistischen, puritanischen Protestantismus, wo man gelernt hat, ja, nicht zu genießen, keine Zeit, zu immer anständig, immer schnell, immer der, die anständige Berufsarbeit sozusagen, diese Konzentration sozusagen auf innerweltliche Askese, das ist das Erbe dieses calvinistisch-puritanischen Lebensstils. Also zum Beispiel gibt es so eine Haltung im 17., 18. Jahrhundert, ist eine große Zeit der Barockoper in Italien. Das darf man genießen, ist schön. Die Lutheraner wussten nicht, soll man das? Die Puritaner, die sagen, nein, Oper ist schlecht, weil das lenkt nur ab. Das ist irgendwie etwas, was unnütz ist, was den Menschen die Sinnlichkeit nur anregt. Im puritanischen England, später auch in Hamburg, wird die Oper verboten. Also wir haben eine Konzentration, so sagt Max Weber, im puritanischen Protestantismus auf innerweltliche Askese, sich selbst ständig perfektionieren, die dann in dieses moderne Berufsleben reingeht. Also das zum Schlagwort Amerika als Musterbeispiel für Modernisierung hängt irgendwie mit Religion zusammen in der Vorstellung der damaligen Zeit. Gleichzeitig gibt es über Religion und Konfession und Moderne auch in Deutschland zu dieser Zeit eine große Debatte. In den historisch-politischen Blättern gibt es Statistiken und auch der spätere Reichskanzler, Philosoph Georg von Hertling führt das an in einer Rede der Görres-Versammlung. Man schaut sich die Konfessionsstatistik in Deutschland an, das ja je nach Gegend, aber eben gemischt konfessionell ist und sieht, dass keineswegs die Anhänger der verschiedenen Religionen gleich repräsentiert sind bei Einkommen in Berufsgruppen und in Bildung. Es ist die berühmte Inferioritätsdebatte. Katholiken sind im Durchschnitt schlechter gebildet, also signifikant weniger höhere Schulen, vor allem signifikant weniger
eher moderne Schulen, also wenn dann noch humanistisches Gymnasium mit Griechisch und Latein, aber die modernen Realschulen, die damals entstehen, da gibt es ganz wenig Katholiken. Protestanten sind da sehr viel häufiger bei dieser höheren Schulbildung vertreten und Juden, also die kleine jüdische Minderheit, sind noch mal sehr viel häufiger. Die haben noch mal im Durchschnitt eine höhere Schulbildung. Und das Ganze spiegelt sich dann auch in der Berufswelt wieder. Repräsentanz in sogenannten Führungsberufen, die es dann gibt, in der modernen Industrie und so weiter. Am stärksten repräsentiert die Juden, dann die Protestanten und am schlechtesten repräsentiert die Katholiken. Dagegen in dünn besiedelten, stark landwirtschaftlichen geprägten Gebieten sind die Katholiken überrepräsentiert. Und da gab es natürlich dann in Deutschland eine ausführliche Debatte. Auf der einen Seite forderten die Katholiken Parität. Ja, das liegt irgendwie dran, weil die Protestanten sozusagen Kartelle bilden und die Katholiken nicht reinlassen. Bestimmte Berufe sind Katholiken verwehrt. In bestimmte Studentenverbindungen können Katholiken gar nicht aufgenommen werden, die dann so Karrieremotoren sind und so fort. Andere sind dann eher selbstkritisch und die sagen dann, ja, das liegt an den Katholiken selber. Zum einen vielleicht, weil die in der Säkularisation viele Klöster, die ja Bildungseinrichtungen unterhalten haben, verloren haben. Zum anderen aber, ja, die sind ja auch so bildungskritisch. Ah ja, du brauchst nicht aufs Gymnasium gehen, wer weiß, was du lernst. Für dich langt schon, wenn du bei uns da zu Hause bist und so. Also diese konservative, bildungsfeindliche Haltung, die Katholiken sind selber. Da bietet sich jetzt sozusagen von solchen Dingen auch eine Reformdebatte um 1900 in Deutschland aus. Ist diese Fortschrittsfeindlichkeit, diese Konservativität im katholischen Milieu, ist die hausgemacht sozusagen? Und da entsteht jetzt in Deutschland eine Strömung, die nennt man Reformkatholizismus. Das hängt mit Modernismus etwas zusammen. Da gibt es unterschiedliche Repräsentanten, Theologen, aber einer ist besonders bekannt gewesen, den greifen wir jetzt mal raus, das ist Hermann Schell gewesen. Hermann Schell studierte in Freiburg und in Würzburg Theologie, wäre eigentlich Freiburger Diözesanpriester geworden, da gab es ein bisschen Probleme mit der Leitung im Priesterseminar. Jedenfalls wechselt er dann nach Würzburg, hat einen philosophischen Doktor bei dem Franz Brentano, war damals ein bekannter Aristoteles-Kenner und Philosoph gewesen in Würzburg. Und dann hat er einen Doktor in Theologie in Tübingen auch erworben. Und er wird jedenfalls, also Hermann Schell, wird Professor für Apologetik. Später hat er auch Dogmatik gelehrt, also Fundamentaltheologie in Würzburg. Also da war er ab 1884 beschäftigt. Und Hermann Schell war ein sehr, also ja, hat recht viel geschrieben, redegewandter, spekulativ starker Theologe, der eine katholische Dogmatik geschrieben hat, eine Apologetik des Christentums, der katholischen Kirche geschrieben hat, die göttliche Wahrheit des Christentums. Und so ein wichtiger Grundgedanke, das sage ich gleich, bevor ich auf seine Reformschriften eingehe, ein wichtiger Grundgedanke ist, das spielt dann in den Reformschriften auch eine Rolle. Er sagt, die traditionelle Philosophie, die denkt Gott immer als etwas wie das höchste Sein. Das klingt statisch, langweilig, unbewegt. Ja, das höchste Sein ist aber Geist, höchste Aktivität. Gott ist nicht ein höchstes statisches Ding, sondern das höchst lebendige, dynamische. Wir müssen unsere Kategorien für Geist, Geist ist Kausalität. Deshalb ist Gott nicht nur ein Ens a se, ein Sein aus sich, ein höchstes Sein, sondern er ist Causa sui, Selbstreflexion sozusagen, Selbstaktivität. Aus sich heraus sprudelnde Quelle sozusagen. Das ist so der Grundgedanke von Hermann Schell. Und er war da recht bekannt, also war auch ein guter Redner, in Würzburg bekannt ist 1896, auch zum Rektor der Universität, das hat er damals noch gewechselt, der Universität Würzburg, der Julius-Maximilians-Universität, gewählt worden. Und dieser Hermann Schell denkt aber jetzt auch, der ist jetzt auch mit dieser Inferioritätsdebatte
konfrontiert und sagt, ja, die Katholiken konservativ, nicht auf der Höhe der Zeit, abwehrend gegen alles Lebendige sozusagen. Natürlich auf der einen Seite sein dogmatisches Prinzip, die traditionellen Begriffe verlebendigen, dynamisieren, Gott als causa sui sehen. Er meint aber auch dann, wenn man das tut, dann reformiert sich sozusagen das ganze kirchliche Leben. Und er schreibt 1897 seine erste Reformschrift, da sehen Sie schon mal den Titel, der Katholizismus als Prinzip des Fortschritts. Also natürlich völlig kontraintuitiv, die Katholiken gelten doch als rückständig im Deutschen Reich sozusagen. Jetzt, das ist ein Prinzip des Fortschritts. Anlass ist eben diese Konfessionsstatistik. Dazu etwas anderes, was ich gleich erkläre. Der Taxilschwindel, da geht es um die katholische Freimaurerangst, aber das sage ich gleich noch was dazu. Die Katholiken leiden dazu, dass sie anstatt selber denken, immer nur Autoritäten glauben, sagt Hermann Schell. Dabei ist Gott eigenes Denken, Dynamik des Geistes. Und jeder, der an Gott glaubt, vom Glauben bewegt ist, soll selber denken, soll selber aktiv sozusagen sein, soll der Vernunft vertrauen. Und das sei eigentlich das katholische Prinzip. Und damals natürlich auch der Höhepunkt eines nationalen Denkens. Hermann Schell neigt dann immer dazu, die romanischen Länder, die Welschen, also die Franzosen, die Spanier, die Italiener, für die ist dieser Autoritätsglaube und dieses sentimentale Gefühl im Katholizismus das Richtige. Aber für die Deutschen und für die nordischen Länder, das sind eher die Vernunftmenschen. Wir müssen sozusagen eine germanische, selber denkende Form des Katholizismus erfinden. Und es kommt noch eine zweite Schrift, die neue Zeit und der alte Glaube, auch das sozusagen eine Reformschrift. Da geht es, auch da werde ich gleich etwas dazu sagen, um eine Debatte im amerikanischen Katholizismus, um den sogenannten Amerikanismus, der dann von Rom verurteilt wird. Aber auch da wird diese Debatte geführt zwischen unterschiedlichen Gruppierungen, ob der Katholizismus nicht sich stärker dem modernen Geist, der modernen Dynamik öffnen soll. Und dafür plädiert eben Hermann Schell in seinen Reformschriften. Und jetzt setzt sozusagen also diese Schriften und seine herausgehobene Position auch in der öffentlichen Debatte führen eben dazu, dass da große Diskussionen, auch natürlich Befürworter, aber auch Anfeindungen einsetzen. Und es kommt dazu, dass 1899 nicht nur diese beiden Reformschriften auf den Index der verbotenen Bücher in Rom gesetzt werden, sondern gleich auch seine ganze Dogmatik und Apologetik sozusagen. Und da könnte man dann jetzt im Detail sagen, also der Bischof von Würzburg tut jetzt Seminaristen im Priesterseminar, die zu ihm in die Vorlesung gehen, sie sollen alles wortwörtlich mitschreiben und an ihn immer schicken und so weiter. Also da setzt jetzt sozusagen eine richtige Verketzerungs, ja, kann man schon sagen, also der Schell wurde dann von bestimmten Kreisen in Würzburg, vom Dompfarrer etwa, sehr stark verketzert. Und ob das, das hat man dann immer dazu gesagt, weiß man nicht, ob das dazu beigetragen hat, dass Hermann Schell bei einem Spaziergang am Pfingsten am 31. Mai 1906 am Käppele oben in Würzburg, wo diese Mariending ist, tot zusammengebrochen ist mit einem Herzinfarkt. Das sagen seine Anhänger immer, seine Gegner hätten ihn da zu Tode gehetzt, sozusagen mit dieser Verketzerungssucht. Jedenfalls hat das natürlich die Debatte um ihn nochmal verschärft. Und vor allem dann als Freunde von ihm, das waren natürlich auch katholische Theologen, Priester, für ein Grabmal, was sie hier unten am Würzburger Friedhof sind, gesammelt haben. Ein heroischer Geist, Vordenker und Geist der katholischen Kirche, das sagen die anderen, was ihr sammelt für einen vom Papst verurteilten Ketzer sozusagen. Und diese Debatte geht dann um dieses Schellgrabmal noch weiter. Also das wäre jetzt so ein typischer Vertreter, in Deutschland der bekannteste, des Reformkatholizismus. Jetzt schauen wir uns kurz zwei Elemente noch an, die bei Schell eine Rolle spielen. Das eine ist sozusagen diese Anti-Freimaurerphobie, das andere die Frage des Amerikanismus, die da noch eine Rolle spielen. Dann haben wir gleich nochmal wichtige Positionen. Sie haben sich ja gestern schon mit dem Ersten Vatikanum befasst. Insofern müssen wir da jetzt nicht, was den Ultramontanismus
Ich kann Ihnen übrigens, wenn Sie das wollen, diese Folien alle zur Verfügung stellen. Ja, also Sie brauchen das weder abschreiben noch abfotografieren. Wenn Tippfehler noch irgendwo drin sind, sollen wir uns entschuldigen. Und ich weiß nicht, das machen wir irgendwie dann über Dinge aus. Ja, ja, kann ich Ihnen vielleicht auch ein bisschen zum Weiterlesen. Ja, und dann kann ich auch ein bisschen über die Situation in Österreich. Da sage ich gleich mal, da kommt noch eine österreichische Folie kommt noch. Genau. Aber jetzt machen wir mal, also ich mache jetzt noch ein bisschen so diese allgemeine Einführung, bevor wir die Texte gehen, dann können es aber, was noch gefehlt hat oder was noch interessiert wird, auch gerne fragen. Aber machen wir erstmal die erste Einheit noch ein bisschen fertig. Also das Ganze ist ja sozusagen, wo der Shell steht oder der Katholizismus, warum gilt er als moderne feindlich, als abwehrend gegenüber die Moderne? Dahinter steckt ja ein Prozess des sogenannten Ultramontanismus, also dass sich der Katholizismus gegen, nach seinem Selbstverständnis, gegen die Aufklärung und vor allem gegen deren Erbe, den Liberalismus. Der Liberalismus, die Freiheit der Bürgerrechte, aber auch die Freiheit der öffentlichen Ordnung von der Religion, dass sich Ehe, Schule und all diese Dinge von der Kirche und Religion emanzipieren. Der Liberalismus ist ja neben dem Nationalismus so die große Ideologie des 19. Jahrhunderts gewesen. Und die katholische Kirche in diesem Neuformierungsprozess des 19. Jahrhunderts orientiert sich Ultramontes, also jenseits der Berge nach Rom, ein geografischer Begriff, also jenseits der Alpen, wird dadurch ein Stück weit ein weltanschaulicher Begriff. Denn Rom steht gegen moderne Pluralität, gegen die Revolution, das Prinzip des Einen, die Autorität des Vaters, des Papstes. Die eine Wahrheit und die Vielheit des Irrtums, das steckt etwas hinter dieser Papstorientierung, Ultramontanismus. Nach dem Selbstverständnis grenzt man sich gegen die Moderne, vor allem gegen den Liberalismus und gegen Strömungen ab, die jetzt besonders diese Moderne repräsentieren. Das ist der Liberalismus. Der Sozialismus ab 1850 beginnt allmählich so ein katholischer Antisozialismus, Schwarz gegen Rot, natürlich auch eine klassische Parteiending in Österreich. Und die Theoretiker sehen immer, ja, die Roten, das sind eigentlich die Erben der Liberalen sozusagen. Also das ist immer ein Geschichtsbild, gottlos, man fällt vom Glauben ab seit der Reformation, Protestantismus, Liberalismus, Sozialismus. Das ist eine Kette von Irrtümern und dagegen wendet man sich sozusagen. Natürlich, in Wirklichkeit modernisiert sich die katholische Kirche auch selbst. Man grenzt sich gegen die Moderne ab, man gründet aber selbst auch moderne Zeitungen. Es gibt dann auch katholische Presse. Katholische Vereine waren moderne Idee sozusagen. Also in Wirklichkeit war man gar nicht so antimodern. Aber das Selbstverständnis war, die Moderne ist eine große Abfallbewegung von der Autorität, von Gott. Und wir müssen dagegen uns stellen sozusagen. Und diese Kämpfe kann man eigentlich zumindest in allen katholischen Ländern sehen. Man sieht, dass in Frankreich die Gesellschaft extrem polarisiert wird zwischen einer antiklerikalen Liberalen auf der einen Seite und dem katholischen Bürgertum. Das kommt dann 1905 zum großen Crash, zur Trennung von Staat und Kirche, aber das hat eine lange Vorgeschichte. Aber solche Kämpfe gibt es auch in Italien. Die Liberalen, die hinter dem Risorgimento der nationalen Einigung stehen, und die Katholischen, die dagegen sind sozusagen, die gibt es in Österreich, solche Kämpfe, die gibt es in den Niederlanden, in der Schweiz und so weiter. Also überall gibt es sozusagen einen geistesgeschichtlichen Kampf zwischen Liberalismus und die als fortschrittlich damals gelten, sich selber als fortschrittlich verstanden haben, und Katholiken, die als konservativ gelten sozusagen. Das gibt es in allen katholischen Ländern. Und als besonderer Exponent jetzt, als die typischen Drahtzieher hinter diesen Fortschrittlern, den Liberalen, gelten im katholischen Bereich eben die Freimaurer. Und jetzt, wenn Sie sich gestern mit Leo den 13. beschäftigt haben, ist es vielleicht sogar schon zur Sprache gekommen. Leo der 13. War ganz besessen von der Angst, dass die Freimaurer eine Verschwörung gegen die katholische Kirche
fassen, hat auch 1884 eine Enzyklika Humanum Genus gegen die Freimaurer geschrieben. Ich selbst bin noch mit einem Gebet am katholischen Land in Bayern aufgewachsen, dass man immer nach dem Rosenkranz gebetet hat, dass Leo XIII. Gegen die Freimaurer eigentlich eingeführt hat. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Streite gegen die Bosheiten und die Nachstellungen des Feindes, sei du unser Schutz. Also der Erzengel Michael gegen die Bosheiten der Hölle ist sozusagen angerufen. Das war eigentlich in diesem Anti-Freimaurer-Kontext. Und jetzt hat sich einer der Freimaurer einen Spaß gemacht. Er hat gesagt, er ist jemand, der heimlich übergetreten ist, Informant aus den Freimaurern, Leo Daxil. Und der hat all das bestätigt, was diese Katholiken, dass die teuflisch sind, diese Freimaurer, dass die eigentlich antikirchlich teuflische Ideale haben bestätigt. Er hat gesagt, ja, ich weiß, Freimaurer, die haben dann einen Altar, wo sie eine Satansstatue haben und die beten die an und so weiter. Und das ist natürlich in der katholischen Presse, wir haben es gewusst sozusagen und so weiter, natürlich ganz groß aufgemacht worden. Und umso peinlicher war dann die Blamage, als er auf einmal sagt, ich habe das nur erfunden, um zu zeigen, wie leichtgläubig die Katholiken sind und so weiter. Und das ist dieser berühmte Daxil-Schwindel, der 1897 aufgekommen ist. Und das ist eben der eine Grund, weshalb Hermann Schell diese Reformschriften, warum sind die Katholiken so leichtgläubig, warum glauben die sowas sozusagen, warum der Hermann Schell diese Reformschriften hatte. Das andere Phänomen haben Sie vielleicht auch bei Leo XIII. Gestern schon kurz gehört. Das ist der sogenannte Amerikanismus, der gerade in der Spätphase, wo Leo XIII. Eher konservativ wieder geworden ist, dann auch zur Verurteilung führt. Ich sage Ihnen kurz, worum es da geht. Der Katholizismus in den USA ist ja vereinfacht gesagt ein Einwanderungskatholizismus, der in der damaligen Zeit ganz stark von Iren geprägt ist, katholische Iren, die in die USA einwandern, und von Italienern, Deutschen und so fort, Österreichern zum Teil auch, die ebenfalls einwandern. Und diese unterschiedlichen Einwanderergruppen, das kann man zeigen, die haben unterschiedliche Mentalitäten gehabt. Die Iren, die sprechen ja schon Englisch. Die sind der englischsprachigen Mehrheitsgesellschaft ähnlicher gewesen. Die sind also deshalb stärker geneigt gewesen, ähnlich wie die sonstige US-amerikanische Gesellschaft, sich anzupassen, zu organisieren, ähnliche Rolle der Pfarreien. Die haben angefangen, wie die anderen englischsprachigen Protestanten Gewerkschaften zu gründen und so fort. Also die nähern sich stärker dem sonstigen, modernen amerikanischen Leben an. Die Italiener und die Deutschen, da ist schon stärker die sprachliche Differenz gewesen, die wollen stärker ihre katholischen Vorstellungen und Organisationen, die sie aus ihrem Heimatland kennen, in den USA sozusagen festsetzen. Und so kommt es in den USA zu unterschiedlichen Strömungen und einer eher irisch geprägten Gruppe, die sich eher, die sagt, der Katholizismus muss sich halt jetzt ein US-Katholizismus werden, also an die Werte und die Vorstellungen der US-amerikanischen Gesellschaft angleichen. Da ist vor allem wichtig, dass man auch sowas wie, dort sind ja Universitäten vor allem private Stiftungen und Gründungen, dass man auch eine solche Universität gründet wie in den USA. Und es entsteht 1889 die erste Catholic University, die erste katholische Universität in Washington, die es ja heute noch gibt sozusagen. Und es gibt eine Art Ordensgemeinschaft, die Paulinisten, da sehen Sie den Isaac Thomas Hacker, das war ein Konvertit, der erst Redentorist werden wollte, für die zu progressiv war und dann eine eigene Ordensgemeinschaft gegründet hat, Paulisten oder Paulinisten heißen die. Und der tritt jetzt ganz dafür, für einen modernen, aktiven, dynamischen, geistigen Katholizismus ein, gegen so Konservativität. Und dieser Hacker, dessen Schriften, die liest auch der Hermann Schell. Das steckt hinter der zweiten Reformschrift, die neue Zeit und der alte Glaube sozusagen. Ah ja, die Deutschen, die US-Amerikaner, die sollen sich aus dieser rückständigen, romanischen, italienischen Form des Katholizismus befreien. Also das ist so jetzt die Gemengelage, da könnte ich Ihnen jetzt auch noch unterschiedliche Positionen, es gibt einige Bischöfe, die die fortschrittlichen Kräfte unterstützen,
Das Ganze verbindet sich. John Zahn ist ein wichtiger Denker gewesen, der auch dieser modernen amerikanischen Vorstellung zugewandt ist, der versucht hat, Darwin, also die Evolutionslehre, mit dem Glauben zu verbinden, gesagt hat, ja, wenn man den Menschen ausnimmt, höhere Entwicklung im Tierreich, widerspricht eigentlich nicht der Bibel und so fort. Also all diese Debatten spielen da eine Rolle. Aber es gibt eben auch Gegner. Und die Gegner vor allem sind deshalb einflussreich, weil es in Rom am US-amerikanischen Kolleg zwei ganz thomistisch orientierte Kardinäle gibt, die aber mit Amerika eng verbunden sind. Camillo Mazzella und Francesco Satoli, die italienischstämmig sind, man sieht schon am Namen, in den USA waren, dort Nunzius und so weiter waren, zurückkommen. Und die bewirken, dass der sogenannte Amerikanismus verurteilt wird. Und der Papst erlässt jetzt im Januar 1899 ein Breve Testem Benevolentiae, in dem er festlegt, dass es auf alle Fälle falsch ist, die Dogmatik an die moderne Zeit anzupassen und zu sehr die sogenannten aktiven Tugenden gegenüber den passiven Tugenden zu betonen. Aktive Tugenden meinen Kreativität, Eigeninitiative, Mut. Die passiven Tugenden gelten nach diesen Amerikanisten Demut, Gehorsam und so fort. Und während, also so ist jetzt die Sichtweise dieses Breves, diese amerikanischen Katholiken, die wollen zu stark jetzt Eigeninitiative, Dynamik betonen und tun zu wenig die traditionellen Tugenden, Demut, Gehorsam und so weiter betonen. Und das ist eben jetzt auch eine Debatte, die mit dem Shell-Streit zusammenhängt und mit dem Reformkatholizismus. Also in Deutschland wird das häufig Reformkatholizismus genannt. In Amerika dann Amerikanismus, aber auch das ist etwas im unmittelbaren Vorfeld der Modernismuskrise, dieser Amerikanismus, der da verurteilt wurde. Jetzt, bevor wir zur Textarbeit kommen, sage ich Ihnen kurz etwas Drittes, wo ich nicht zu viel vorwegnehme, denn es gibt auch einen bibelwissenschaftlichen Streit, aber ich glaube, damit beschäftigen Sie sich heute Nachmittag sozusagen. Aber ich erwähne kurz den Namen Alfred Loisy, der in Frankreich gelehrt hat, zunächst am Institut Catholique, das ist so eine katholische Universität, die damals gegründet wurde, nachdem die Staatsuniversitäten in diesem Kulturkampf die theologischen Fakultäten aufgehoben haben, dort die Lehrerlaubnis verliert, dann am Collège de France, das ist so eine Eliteeinrichtung, unterrichtet hat. Und Alfred Loisy ist ein katholischer Gelehrter, der eben jetzt versucht, vorsichtig die modernen Bibelwissenschaften zu rezipieren. Und da geht es um die Auslegung einer Stelle. Die erste Bibelenzyklika, die überhaupt geschrieben wurde, stammt von Leo dem 13. Providentissimus Deus. Und da geht es darum, 1893, da geht es darum, was sind die katholischen Prinzipien der Bibelauslegung. Der Papst ist da traditionell und sagt, die Bibel ist von Gott inspiriert, deshalb ohne Irrtum, weil Gott kann sich ja nicht irren. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie ist es mit naturwissenschaftlichen Dingen, wie ist es mit rein historischen Tatsachen? Loisy will einen breiten Weg gehen und sagt, der Papst sagt nämlich selber, bei naturwissenschaftlichen Dingen könnte es sein, dass ein biblischer Verfasser, weil er ja für die Leute damals im Alten Orient geschrieben hat, nach dem Augenschein, wie man das damals, also er hat dann gesagt, der Mond geht auf, weil man das so gesehen hat, egal ob das jetzt heute naturwissenschaftlich richtig ist oder verkehrt, das muss man berücksichtigen. Und jetzt stellt sich die Frage, kann man das auch für Geschichtswahr? Und Loisy sagt, ja, wir müssen trennen zwischen den Heilswahrheiten, die inspiriert sind, und den rein profanen Wahrheiten. Und da beginnt jetzt eine große Hetzjagd sozusagen gegen ihn. Er wird verurteilt, verliert seine Professur am
Institut Catholique muss dann bei einer Schwesterngemeinschaft Spiritual- und Hauslehrer sein, sozusagen, also wird von der Öffentlichkeit ferngehalten, weil er gewagt hat, die Inspiration allein auf die Heilswahrheiten einzuschränken. Ja, wo ist da die Grenze? Was ist jetzt eine Heilswahrheit? Das würde, wenn man da anfängt, dann ist ja die ganze Bibel dann voller Irrtümer, war halt so die Argumentation der Gegner. Und dann greift Loisin ein zweites Mal ein, als Adolf von Hanau in Berlin seine Vorlesungen über das Wesen des Christentums hält. Hanau, berühmter Dogmenhistoriker, aber liberaler Protestant, und er sagt eben, am Anfang ist nur das Evangelium Jesu. Jesu verkündigt einen gütigen Vater. Da ist noch nicht vom Christus des Glaubens die Rede, da ist noch nicht von den ganzen Dogmen die Rede, sondern der Mensch Jesus verkündigt einen gütigen Vater. Das ist das Evangelium, und alles andere ist dann falsche Entwicklung, die damals vielleicht notwendig war, aber die wir im ganzen Palast können wir weglassen. Das ist eigentlich der Kern des Evangeliums. Und Loisy argumentiert jetzt dagegen, schreibt ein Buch, das Evangelium und die Kirche. Der sagt, ja, das stimmt. Am Anfang war das Evangelium und Jesus hat das Reich Gottes verkündet. Aber es war notwendig, dass daraus die Kirche sich entwickelt hat. Also es stimmt, es gab diese Entwicklung vom Evangelium zur Kirche. Aber das musste so sein. Das ist keine Verfälschung, sondern eine richtige Weiterentwicklung. Also Loisy wollte die Kirche verteidigen. Seine innerkatholischen Gegner haben aber gehört, Jesus hat das Reich Gottes verkündet und gekommen ist die Kirche sozusagen. Also verstehen Sie, also so den, Loisy wird, und da kommen jetzt schon unter Leo XIII. Antimodernistische sozusagen, also Maßnahmen. Alle Schriften von Loisy werden auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt und man sieht die Gefahr so groß, dass man einen Syllabus, eine Irrtumsliste aus ihm zusammenstellt. Das macht der Kapuziner Pie de Lagonia, also in der Indexkongregation. Am Ende entsteht schon unter Leo XIII. 1907 das Dekret Lamentabili, wo 65 Sätze aus Loisy als Irrtumsliste feierlich verurteilt werden. Ein Satz kommt von einem Fundamentaltheologen, auf das Problem können wir vielleicht später noch eingehen, Edouard Leroy, der versucht hat, den Glauben anders zu begründen, aber das ist größtenteils Lamentabili ist gegen Loisy. Loisy ist dann exkommuniziert worden im Jahr 1908 und ist dann persönlich auch mit der Kirche zerfallen. Also ist ein relativ tragisches Schicksal sozusagen. Also jetzt haben wir, bevor wir auf diese eigentlichen Konstrukte des Modernismus gehen, uns erarbeitet den Reformkatholizismus, etwa in Deutschland, Hermann Schell, den Amerikanismus, und dieses bibelwissenschaftliche Problem, für das vor allem Loisy steht, aber natürlich vor allem, das werden Sie heute Nachmittag ausführlicher machen, die Entwicklung der allgemein historisch-kritischen Exegese. Jetzt, ja. Darf ich? Sie dürfen, genau. Loisy, das Fragen, hat Loisy die Schriften von Spinoza gekannt? Da ging es ja um die Exegese. Ja. Und das ist natürlich im Zusammenhang mit dem Nationalismus, ja, und genau, und so weiter. Und er hat natürlich weite Bereiche. Also ganz sicher kann ich Ihnen die Frage genau nicht beantworten. Also es ist richtig, was Sie sagen, Spinoza hat ja, das sind ja schon ganz frühe Debatten, wo es um ähnliche Fragen geht. Übrigens selbst im Fall Galileo Galilei versucht Galilei seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse mit, dass die Sonne im Mittelpunkt steht, auch bibelwissenschaftlich zu rechtfertigen, indem er schon sagt, der Herzogin Christine von Lothringen, die dann der Toskana eingeheiratet hat am Herzogshof, die Bibel ist ein Führer zum Himmel, aber nicht am Himmel. Also schon genau diese Unterscheidung. Also insofern ist Ihre Frage ganz berechtigt, dass das eigentlich schon lange in der Luft lag, ob sozusagen der eigentliche Wahrheitsgehalt der Bibel nur die religiösen Wahrheiten, die Heilswahrheiten sind. Bei Spinoza wäre das die philosophische Bedeutung der Bibel sozusagen ist, jenseits von den rein geschichtlichen oder rein Dingen. Und die Frage ist halt immer, kann ich das so genau trennen? Ist das richtig? Und das erste Vatikanum war da relativ uneindeutig. Dann kam diese Bibelenzyklika und dann kam dieser große Streit sozusagen. Und der ganze Antimodernismus ist auch der Versuch, die
Bibelwissenschaft, die Moderne, zu reglementieren und zu lenken und so. Also Loisy kannte sehr gut die damaligen protestantischen Debatten sozusagen, ob man damals schon ganz gewusst hat mit Spinoza als Jude und Ding, da bin ich mir nicht sicher, da müsste man mal nachschauen, wie weit er das gekannt hat. Es gab ja auch andere, Richard Simon war ein Oratorianer in Paris, der schon angefangen hat, die Quellen zu scheiden im Buch Genesis und so fort. Also es gäbe andere Vorläufer, das müsste man nachschauen, aber das stimmt, das ist eine ganz lange Debatte. Ja, Spinoza hat ja die einzelnen Sprachen sehr gut gekannt, genau, und genau. Auch die Texte von mit auf, sowohl die Seite des Neuen Testaments, ja. Von der Seite her natürlich hat er den Einblick gehabt und eigentlich auch seine Überlegungen, ich würde nicht einmal sagen Kritik, sondern er hat den Goethe beeinflusst und war an sich genau, also, sehr einflussreich, ja. Das ist richtig und also absolut lohnenswert, dass man sich da mal ein Spinoza-Seminar macht. Ich bin mir bloß nicht sicher, wie weit der katholischen Bereich damals, weil er doch sozusagen, ah ja, das ist klar, das ist ein rationalistischer Jude und den Pantheist vielleicht oder nicht und so, wie weit der dann direkt anregend gewesen ist. Aber ich will nicht ausschließen, dass er gekannt hat. Jetzt machen wir noch kurz die österreichische Sache, den Reformkatholizismus in Österreich. Also nur so ein bisschen ein Überblick. In Österreich war ja zu dieser Zeit, das wissen Sie besser als ich natürlich alles, der berühmte böhmische Sprachenkonflikt sozusagen, nachdem die Ungarn weitestgehend selbstständig gewesen sind, wollten das natürlich vor allem die Tschechen auch, also andere Nationen auch. Und es kommt zu dieser Krise, dass der polnischstämmige Ministerpräsident für Cisleithanien, also für das westliche Gebiet der Monarchie, Kasimir Felix Badeni, ja eine Sprachenverordnung für das Tschechische sozusagen, also dass das so, also er unterstützt das Tschechische als offizielle Amtssprache in der Monarchie. Und wird dabei auch von der katholischen Kirche unterstützt. Und da entwickelt sich ja jetzt, das ist ja sowas wie der Startschuss der sogenannten Los-von-Rom-Bewegung, die dann Ende des 19. Jahrhunderts einsetzt, die nicht nur, aber ganz stark getragen wird natürlich von einem verbreiteten Antiklerikalismus, der die Macht der Kirche, die Macht auf die Monarchie, die enge Verbindung von Monarchie und Kirche kritisiert. Und von einer Bewegung, die stark von den Alldeutschen, Georg Ritter von Schönerer und so weiter, geprägt ist. Also die Alldeutschen, die jetzt sagen, ja, eine moderne Nation, die Deutschen, die sind doch für eine Führungsrolle verbunden, die sind doch viel moderner, was muss ich mich mal mit diesen Ruthenen und mit diesen ganzen Leuten, die und Kroaten und so weiter, die sind mehr fürs Grobe zuständig, wir sind doch die führende Ding und lieber deshalb mit den Deutschen zusammengehen. Und das verbindet sich mit diesem Antiklerikalismus und es kommt zu dieser Los-vom-Rom-Bewegung, wo sehr stark der Übertritt zum Protestantismus, ungefähr 50.000 Konversionen zum Protestantismus oder zum Altkatholizismus, die sich nach dem ersten Vatikanum ja gebildet, abgespalten haben, propagiert wird. Viele andere distanzieren sich aber eher zur Kirche und treten zu nichts Positivem zurück. Aber es gibt sozusagen diese Debatte und die ist natürlich auch mit einer Sichtweise verbunden. Die katholische Kirche ist mächtig, monarchienah und unendlich konservativ. Und kann sich nicht mehr reformieren, deswegen muss man austreten. Also die ist auch mit Reformfragen verbunden. Und es gibt sozusagen auch diese Los-von-Rom-Bewegung, die ist auch in einem Umfeld, wo es eben Reformforderungen jetzt auch innerkatholische gibt. Etwa der steirische Dichter Peter Rossecker, den vielleicht manche von Ihnen noch kennen, der kritisiert als Katholik eben die konservativ reformunwillige Kirche, die das Herkommen, die Tradition über die Vernunft stellt, wo der Klerus ungenügend gebildet ist. Und insbesondere, man muss es sagen, Wien, natürlich auch wo der Hof ist, galt gerade unter dem Kardinal Erzbischof Gruscher als Hochburg des konservativen Katholizismus, also da werde ich auch noch was dazu sagen, das Österreichs katholische Sonntagsblatt entstand da, und das war wirklich eine Hochburg eines ganz konservativen, integralistischen, alle Bereiche durchdringenden Katholizismus.
Es gab aber auch natürlich eine Rezeption des deutschen Reformkatholizismus. Man kann zeigen, dass bestimmte Zeitschriften, die reformkatholische Priester in Deutschland verfasst haben, die eine hieß die Renaissance, die andere das 20. Jahrhundert, dass die natürlich auch in Österreich abonniert wurden. Umgekehrt in diesen Zeitschriften wird von einzelnen Priestern, die sich für Reformen in der Kirche einsetzen, berichtet. Also es war durchaus verbunden mit, also durchaus, es gab durchaus auch vereinzelte reformkatholische Strömungen in Österreich. Es gab einen Gelehrten, der dann leider sehr bald gestorben ist, den Graf Heinrich Kautenhove-Kalergi, der umgekehrt eine religiöse Charakteristik, was steckt hinter dieser ganzen Los-von-Rom-Bewegung, die die Kirche mit ihren Dogmen kritisiert, was haben die eigentlich implizit für ein Glaubenssystem? Und der sagt, ja, da steckt eigentlich drin, dass alle Glaubensdinge nur symbolisch sind, dass der Mensch eigentlich gar nicht von Gott, von der Übernatur angesprochen wird, sondern das sind Symbole, die aus dem Seelenleben der Menschen herauskommen. Und das ist eine Sichtweise, die erwähne ich jetzt nur, weil die dann später auch den päpstlichen Antimodernismus prägen wird. So, Debatten in Österreich gab es natürlich auch an der Universität Wien und so großartig und traditionsreich, wie die theologische Fakultät eigentlich der Wiener Universität natürlich ist. Zur damaligen Zeit war man vielleicht nicht die allergroßartigste und innovativste. Immerhin hat man 1897 auch begonnen, Seminarübungen, damit, dass man sich selber im Studium nicht nur Vorlesungen hört, sondern sich kritisch mit Quellen beschäftigt, einzuführen. Ein bisschen später als viele deutsche Universitäten, aber immerhin auch. Und es wurde ein Vertreter eines Reformkatholizismus nach Wien berufen, Albert Erhard, der einige Jahre in Wien geblieben ist, der aber beinahe ähnlich bekannt wurde wie Hermann Schell, später dann nach Straßburg und nach Bonn berufen worden ist. Der war ein bedeutender Patristiker, also für die Kirchenväter, vor allem die byzantinische Heiligenliteratur. Da hat er Heiligenriten im byzantinischen Bereich, da hat er wirklich maßgebende Grundlagenwerke geschrieben. Aber dieser Albert Erhard, der hat auch eine Reformschrift in seiner Wiener, in seiner österreichischen Zeit geschrieben, der Katholizismus und das 20. Jahrhundert. Und auch der hat so Forderungen, dass er sagt, ja, man glaubt immer, katholische Kirche ist notwendig mit dem Mittelalter verbunden. Das sei die ideale Zeit. Aber weder war das Mittelalter so ideal, noch ist die Kirche notwendig auf das Mittelalter fixiert. Die soll sich öffnen aufs neue Jahrhundert. Also man sieht, solche Stimmen gab es dann auch an der Universität Wien. Dann ist eine österreichische Besonderheit, die vom deutschen Katholizismus sich ein Stück weit unterscheidet. Denn in den 1890er Jahren entsteht ja die Christsoziale Partei sozusagen. Und in Österreich sind die Christsozialen ein Stück weit, die waren natürlich auch national ausgerichtet, wir wissen heute Karl Urger und so weiter mit dem Antisemitismus, der die geprägt hat, aber die waren ein Stück weit auch die Partei des niederen Klerus, der sich zusammengeschlossen hat, der gegen die Hierarchie, die sehr konservativ war, also gegen die Bischöfe, Erzbischöfe, ein Stück weit auch Reformen gewollt haben. Und das war eng mit den Christsozialen verbunden. Deshalb der Erzbischof Gruscher in Wien und viele andere Bischöfe wollten eigentlich von Rom her die Christsozialen verbieten sozusagen. Gelang aber nicht, aber da gab es Spannungen. Also in Deutschland ein Stück weit anders. In Deutschland ärgern sich die Reformkatholiken, dass die Kirche mit der Zentrumspartei sozusagen auch eine Partei hat und Parteipolitik macht. Also da wollen die eher einen religiösen Katholizismus unabhängig von der Partei. In Österreich die Christsozialen vor dem Ersten Weltkrieg eher die Partei des niederen Klerus für Reformen, auch teilweise ganz praktische Reformen, dass die Kleriker sich zusammenschließen und organisieren, dass sie eine gescheite Altersversorgung bekommen oder einen Zuschuss, um eine Haushälterin zu bezahlen und so fort. Also rein praktische Standesinteressen, was man von den Bischöfen durchsetzen wollte. Und das war eng mit der christsozialen Bewegung in Österreich verbunden. Die christsoziale Bewegung hatte nicht nur Gegner unter den Bischöfen, der St. Pöltener Bischof Johann Baptist Rössler
etwa hat die unterstützt? Oder der letzte ukrainisch-armenische Erzbischof, Josef Theophil Theodorowitsch, war auch ein Anhänger der Christsozialen, der dann in Polen auch eine recht wichtige Rolle gespielt hat. Ja, also das ist mit der Strömung, weil genau, also das ist die Strömung, auch die Mechitaristen sind, genau. Also der war eigentlich für das Gebiet jetzt der westlichen Ukraine, für die Armenier da zuständig. Galizien, genau, was dann später zu Polen gekommen ist nach 1918. Und genau, und auch ich muss die Konnersreuth-Akten, war ein großer Verehrer auch der Riesen von Konnersreuth, die muss ich gerade für Regensburg sortieren. Also könnte man viel sagen, also interessante Figur übrigens, aber also der hatte eher die Reformer da auch unterstützt. Vielleicht ein letzter auch, das ist jetzt nicht mit. Wie heißen diese Akten? Das würde mich interessieren. Achso, da geht es um die Heiligsprechung der Theresia Neumann von Konnersreuth, das war eine stigmatisierte, die. Wo Heiligsprechung wird und wo die wahnsinnig damals bekannt war, viele Besucher hatte. Und die haben natürlich überall Aufzeichnungen. Und wenn es um eine Seligsprechung geht, müssen all die Aufzeichnungen gesammelt werden. Und da sind auch viele Bischöfe hingegangen. Und deshalb kennt man da die Hierarchie ein bisschen, weil die alle Tagebuch einzeichnen, Briefe und so weiter, dann auch mal gesammelt werden. Also Prag ist vielleicht nochmal ein besonderer Fall. Auch da gab es halt starke Reformströmungen und da gibt es natürlich diese Spannungen zwischen den Deutschen und den Tschechen. Die Hierarchie war ja eher deutschstämmig und es gibt sozusagen jetzt auch Klerusversammlungen, Priesterzusammenschlüsse von den tschechischen Priestern, die, wo sich die Reform der Kirche ein Stück weit mit antideutschen Affekten herausbildet. Katholikentage und Klerusversammlungen sind jedenfalls in Prag und in Mähren, in Brünn, später ein Kongress der katholischen Moderne in Prerau, also Diözese Olmütz, die sind in Prag sozusagen ein Motor für Forderungen im Klerus, im niederen Klerus, also bei den Pfarrern, für eine Reform der Kirche. Also das wäre jetzt mal der erste Teil mit einem Panorama Reformkatholizismus. Und jetzt schauen wir mal an, warum es zu diesen feierlichen Verurteilungen kommt. Ich denke, dass wir noch so 15, 20 Minuten machen und dann eine Pause sozusagen machen. Und stelle Ihnen jetzt mal eine Person vor, die jetzt der große Ideengeber des Antimodernismus oder einer der großen Ideengeber des Antimodernismus geworden ist. Das ist Albert Maria Weiß, der aus Oberbayern stammt, aus Indersdorf, in München Gymnasium und Internat besucht hat, dann Theologie studiert hat. Da war unter anderem auch Döllinger sein Lehrer und die Münchner Theologie war damals schon auf der Höhe der Zeit. Dann in Freising die Priesterweihe empfangen hat, noch den Dr. Theol erworben hat und dann kommt es irgendwie zum Konflikt, also er distanziert sich immer mehr von der akademischen Theologie innerlich seiner Jugend und meint, man muss radikaler gegen die moderne Zeit vorgehen. Diese akademische Theologie der Jugend, seine Jugend, die er da gelernt hat, die ist ein Stück weit zu sehr ein Kompromiss für die moderne Zeit. Er scheidet aus dem Diözesanklerus in München aus und wird Dominikaner, tritt bei den Dominikanern in Graz ein und dann wird später in der katholischen Westschweiz in Freiburg im Üechtland, eine katholische Universität gegründet, die ganz stark die Dominikaner übernehmen. Dort wird Weiß Professor, vor allem für Ökonomie, Gesellschaftsgeschichte und so fort, versteht sich aber auch immer als Apologet und Verteidiger des Christentums, eigentlich ein Totalkämpfer gegen den Liberalismus, Verteidigung des Christentums gegen den Liberalismus, durchaus auch mit modernen Methoden. Er rechnet dann etwa ganz genau, das ist ja was ganz Modernes, wie hoch die Lohnerhöhungen jedes Jahr sein müssten, damit eine katholische Gesellschaftsform am besten wirkt sozusagen. Also ein Antimoderner, der durchaus auch moderne Mittel verwendet. Und jetzt hätte ich sozusagen die Bitte, jetzt haben Sie diese Quellentexte vor sich liegen. Und da hätten wir jetzt einige Stellen, zunächst mal von Albert Maria Weiß. Jetzt würde ich bei einer
wäre es möglich, dass irgendjemand eine oder einer von Ihnen, dem Albert Maria Weiß, die Stimme gibt, zumindest den ersten Text mal, da berichtet er noch über das katholische München seiner Jugend, in seiner Erinnerung, wie er dem nachtrauert. Wer würde denn das mal laut, vielleicht wären Sie so freundlich. Uns machte schon das Wortgerät bösen Namen. Kaum kannte man damals in München ein verhassteres Wort. Was man später Liberalismus nannte, ist bei jenem geschlechtet Wortgerät. In diesem Sinn schloss der volkstümlichste Prediger von München, der durch seine Schriften bekannte Stadtpfarrer Dr. Westermeier, seine berühmte Predigt gegen den Fortschritt mit dem kräftigen Segen: Diesen Fortschritt wolle der Teufel. Ein Pfarrer in unserer Mitte, die dagegen einige Einwendungen machten, galt nur als verdächtig, wo nicht als halbe Freimaurer. Auf jeden Fall als schlechte Bayern. Genau, also da sehen Sie ein bisschen, also es ist natürlich in der Rückschau, aber man sieht ein bisschen dieses katholische Milieu, die Frontstellung gegen die Liberalen, die Freimaurer sozusagen, die Liberalen, die so in der Regierung waren und die Beamten und so und das katholische volkstümliche München. Der Dr. Westermeier hat auch manche Predigten gegen die Protestanten, dann auch gegen die Altkatholiken und Döllinger beim Ersten Vatikan. Der war Stadtpfarrer in St. Peter. Wenn Sie jetzt nochmal in München sind, am Marienplatz südlich, ist ja die Peterskirche sehr heute noch ein Hort des traditionellen Katholizismus sozusagen mit lateinischem Hochamt und so fort. Also das erbt sich aus dieser Zeit so. Also das ist so eine antiliberale Frontstellung, die es an Jugend sieht. Ich weiß nicht, würden Sie im zweiten Abschnitt anlesen von ihm, da geht es dann schon drum, über die Theologen, die mit diesen Liberalen paktieren oder meinen, da ist manches nicht ungerechtigt. Die Wahrheit passt dann gestanden ohne Umschweife jene, die sich offen ihres katholischen Liberalismus rühmten. Katholisch wollten sie sein und bleiben, aber liberal gleichfalls. Mit anderen Worten, sie wollten nicht dem Liberalismus auf all jenen Wegen folgen, auf denen er positiv seine Grundsätze durchführte, in der Schule, in der Ehegesetzgebung, im politischen Kampf gegen die Kirche. Aber sie wollten mit ihm halten, insoweit er sich negativ verhielt. Sie waren mit ihm darin einverstanden, dass der Katholizismus von dem Einfluss auf alle Gebiete des öffentlichen Lebens zurückgedrängt werde und dass dieser sogenannte rein religiöse Katholizismus auch innerlich in Bezug auf den Glauben und das Leben gedämpft, gemäßigt, auf das unerlässlich Notwendige eingeschränkt werden. Vielen Dank. Also jetzt beim ersten Abschnitt haben wir gesehen, er war gegen die Liberalen. Jetzt sagt er, es gibt auch katholische Liberale sozusagen. Jetzt wenn Sie es, weißt du, es ist nicht ganz 100% leicht, das zu verstehen, was er meint mit positiv und negativ. Aber wie würden Sie sagen, wie charakterisiert der diese katholischen Liberalen sozusagen? Was ist deren Fehler oder was meinen die? Da denkt er natürlich an so Lehrer seiner Jugend, an der Theologischen Fakultät in München, an den Döllinger und so fort. Wenn Sie es mit eigenen Worten sagen, was wollen diese katholischen Liberalen, die der Weiß natürlich ablehnen sozusagen? Also das falsche Prinzip des Liberalismus ist auch in die Kirche eingedrungen. Also die Einwirkung in Bezug auf katholische Kirche, in Bezug erstens einmal auf die Gesetzgebung, ja, die Ehe betrifft und dann natürlich genau auf die Erziehung, auf die Schulen. Genau, also das waren ja die großen Streitthemen, sagen wir mal, zwischen Katholiken und Liberalen. Also da geht es natürlich um den Nachwuchs. Werden unsere Kinder katholisch erzogen? Werden unsere Ehen katholisch geschlossen, dass der Nachwuchs katholisch ist? Und das war immer der Streit zwischen den Liberalen, standesamtliche Ehe oder katholische Eheschließung. Wie ist es mit der Mischehe, wenn ich einen Protestanten, eine Protestantin heirate? Und wie werden meine Kinder erzogen in der konfessionsfreien Schule? Und also gut, der sagt dann ja, diese katholischen Liberalen sagen jetzt nicht, die Kirche muss positiv aus der Schule rausgeschlossen werden. Aber die sagen, die Kirche soll sich aufs Religiöse konzentrieren. Die soll sich nicht so stark in die Politik einmischen, sozusagen, in der Gesetzgebung. Ein rein religiöser, das ist so typisch das Deutsche. In Österreich ja ein bisschen anders. Das sind die Reformer mit den Christsozialen, haben wir gesagt. In Deutschland so die konservative Zentrumspartei, die will viel zu stark sich in die Schule einmischen, in die Ehe. Die Kirche soll sich mal auf ihren Bereich mehr konzentrieren. Und da sagt der Weiß jetzt, na, das ist
halbe Sache. Also das ist der Liberalismus, dieses falsche Prinzip, die Kirche soll sich zurückziehen, wird dringend da in die Kirche ein. Der Feind ist also nicht mehr nur draußen, sondern auch drinnen sozusagen. Und das ist jetzt ganz wichtig für diese Vorstellung Modernismus, die wir jetzt gleich entwickeln sozusagen. Ja. Das war ja doch der Inhalt des Kompassats hier nicht dabei. Ja, genau. Also da hat man... Genau. Genau, das wäre 1855 das Konkordat in Österreich. Da hat man ganz stark Schule und Ehe katholisch. Das war so ein Musterkonkordat. Und dann gibt es halt auch nach dem Ersten Vatikanum diese kulturkämpferischen Phänomene in Österreich und auch da diesen Streit und diesen Rückzug. Genau. Also das kann man ja nahezu in allen katholischen Ländern war das ganz stark, also bis ins 20. Jahrhundert ganz stark, der Kampf der Kirche um Schule und Ehe, das ist ganz wichtig für die gesellschaftliche Formation. Wenn Sie sich dann die Lateranverträge 1929 in Italien, die den Kirchenstaat, also die Vatikanstadt neu begründen und ja die Aussöhnung auch mit Mussolini, dem faschistischen Italien bedeuten, das italienische Konkordat schreibt wieder katholisches Eherecht vor und die katholische Konfessionsschule, katholischen Staat, bis nach dem Zweiten Vatikanum sozusagen, dann lockert man das, aber es war deshalb Ehescheidung verboten und so fort. Das sind so diese Idealvorstellungen und das war auch das Konkordat von 1855. Aber es war auch ausschlaggebend natürlich die Gesetzgebung der Monarchie. Ja, ja, genau. Also speziell in den 60er Jahren bis zur 70er. Genau. Das ist natürlich auch für die Protestanten wichtig, mhm. Und die anderen Konfessionen. Genau, genau. Also Sie sehen, was damit verbunden ist sozusagen. Jetzt, weil Sie haben den Weiß, also ich kann mich jetzt schon an Ihre Stimme gewöhnen, würden Sie den nächsten Abschnitt noch wieder, geht es jetzt um diese... genau. In die Gefahren der Zeit. Ja, genau. Allmählich sagt jetzt ein, dass die Gefahren der Zeit auch im Schutze der Christenheit selber ihre Wirkungen äußern. Und dass der Apologet noch weit mehr die Aufgabe hat, ihr Eindringen in die Kreise der Treugebliebenen zu verhindern und diese selbst so zu belehren und zu unterrichten, dass sie ihres übernatürlichen Besitzes froh und gegen alle Verwirrung gefestigt werden. Von dieser Einsicht Gebrauch zu machen, ergab sich jetzt überreich Gelegenheit. Jene rückläufigen Regungen, von denen schon wiederholt die Rede war, hatten sich allmählich zu einer gemeinsamen Strömung vereinigt. Dem Gefühl ihrer Stärke und mit dem Feuer jugendlicher Begeisterung seit dem Anfang der 90er Jahre voranzudringen begann, entschlossen, eine neue Zeit herbeizuführen. Ihre Losung hieß Modern. Daher der Name Modernismus, die er schließlich verblieben. Genau, und man kann auch sozusagen gleich sehen, dass er diesen Namen dem gegeben hat. Jetzt, wenn Sie sich schauen, also sagen wir mal, also er ist ja schon immer gegen die Moderne, aber jetzt sagt er in den 1890er Jahren, da gibt es jetzt ganz viele solche Strömungen, die nehmen da besonders zu. Und das sind eigentlich, und das ist jetzt sozusagen das Interessante, die dringen nicht nur in die Kirche ein, sondern es ist nicht so, dass die ganz unterschiedliche Dinge, der eine fordert eine Reform der Bibelexegese, der andere vielleicht christliche Gewerkschaften, der dritte eine bessere Zusammenarbeit mit den Protestanten, da könnte man ja sagen, das sind ganz unterschiedliche Forderungen, der eine hat das und so, aber seine Idee ist jetzt, da steckt ein falsches Prinzip dahinter, zu sehr Moderne sozusagen, ein Modernismus sozusagen. Das stimmt gar nicht, dass der Bibelexeget mit der Reformer der Sozialgesetzgebung gar nichts zu tun hat. Die sind alle von dem falschen Grundprinzip Modernismus sozusagen verbunden. Und da wird also jetzt ein Konstrukt, also jetzt erstmal, er schreibt es in der Rückschau, aber jetzt bei ihm sozusagen, da wird jetzt ein Konstrukt geschaffen, was er jetzt an den Papst sozusagen weiterbringt sozusagen. Und jetzt, also dann erlöse ich Sie, aber wenn Sie den nächsten noch lesen, dann haben wir was geschafft. Zunächst ist die Heresie, die nun die Geister zu beherrschen bedroht, keine Heresie, wie es die alten Heresien waren. Also eine Ansammlung einiger Propositionen, sondern sie ist ein Kompendium, mehr noch der Extrakt und der Geist aller Heresien,
quasi das letzte Wort von all dem, was die einzelnen Heresien bis jetzt durch ihre eigenen Irrtümer als letztes Ziel erstreben. Das ist jetzt genau diese, also jetzt hat man genau diese Sichtweise, was in ihm reift, also er ist gegen den Liberalismus, sieht das in eigene Irrtümer, sieht aber eben zwei Dinge, und das macht das Besondere dieser Vorstellung aus Modernismus. Erstens, er ist nicht nur außerhalb der Kirche, sondern schon innerhalb der Kirche. Und es ist nicht eine einzelne Lehre, sondern die falsche Grundhaltung, die hinter allen Irrtümern steht, sozusagen, Modernismus. Und die ist schon in der Kirche. Also das, wenn man die Welt apokalyptisch sieht, das Reich des Guten kämpft gegen das Reich des Bösen, die Kirche gegen den Satan, dann ist der Teufel innerhalb der Kirche mit seinem satanischen, modernistischen Prinzip sozusagen. Und das trifft jetzt dann sozusagen, da regt er jetzt mit dem, er schreibt an den Pisaner Gesellschaftswissenschaftler, den er kennt, der Papst da ist, den Giuseppe Tognolo, schreibt er und berichtet eben diese Beobachtung. Und das trifft jetzt auf einen Papst, Pius X., der auch schon irgendwie dieses negative Gefühl hat. Den stelle ich noch ganz kurz vor und dann machen wir eine Pause. Also dieser Pius X., der letzte heilig gesprochene Papst, Johannes der 23. ist ja, glaube ich, 10 oder ist inzwischen heilig gesprochen, aber war lange Zeit der letzte heilig gesprochene Papst, Pius X., der aus dem Venezianischen, der Nähe von Treviso, stammt, Diözese Treviso in Riese, dort Landpfarrer war, dann in seiner Heimat Diözese Domia geworden ist, dann aufgestiegen ist zum Bischof von Mantua, 1893 dann von Venedig, Patriarch von Venedig geworden ist. Und der sozusagen im Gegensatz zu dem Diplomatenpapst mit einer Außenpolitik, der immerhin auch ihn versucht hat in Frankreich, eine Versöhnung von Republik und Kirche und Demokratie herbeizuführen, Leo XIII., ein Papst, der jetzt gewählt wird, der auf die innere geistliche Erneuerung der Kirche, also eher ein Seelsorgspapst im Gegensatz zu einem politischen Diplomatenpapst, der sich 1903 auch wieder Pius nennt, Pius X., eben nach dem Tod Leos XIII. Zum Papst gewählt wird. Ein Zitat aus dem Epheserbrief, alles in Christus erneuern, als sein Leitwort hat. Und damit kann man eigentlich viele von seinen Maßnahmen, was ihm so am Herzen liegt, von diesem Pius X. auch zusammenfassen, sozusagen von Christus her, nicht aus der Welt. Das steht gegenüber Christus, ist das Übernatürliche. Die Welt, die folgt dem Egoismus. Das Übernatürliche verändert das Herz, macht es weit zur Gottesliebe, zur Nächstenliebe. Das Übernatürliche kommt von außen. Und dieser Gnade, diesem Übernatürlichen, das muss den Menschen umgestalten. Und das will er stärken und da will er die Kirche fit machen. Also sozusagen eine Reform von der Übernatur, vom Außen her. Und deshalb will er etwa in Italien ganz stark die Priesterausbildung reformieren. Heißt natürlich vor allem, die sollen noch mehr beten, noch mehr von der bösen Welt abgeschieden sein und so fort. Er will die Liturgie reformieren. Es wird sozusagen die Reinheit der Liturgie, da wird der Sizilianismus, also die alte Vokalmusik, die gilt jetzt als besonders rein und katholisch, verständlich, geistig, eher gegen die Orchestermessen und so fort. Er will das Kirchenrecht modernisieren und die Kirche da fit machen. Es entsteht ja dann nach seinem Tod, tritt er erst in Kraft, der Codex Iuris Canonici, also das kodifizierte Recht, was ja die moderne Form eines Rechts ist, als moderner Codex. Er führt einige liturgische Reformen durch, vor allem führt er die Frühkommunion ein, also die Kinder sollen möglichst früh
zur Erstkommunion und Erstbeichte kommen, natürlich auch mit dem Gedanken, die sollen früh von dieser übernatürlichen Umgestaltung in Christus, von dieser Erneuerung in Christus, das soll ganz früh in ihr Herz kommen, damit die nicht erst mit der Welt sozusagen befleckt werden. Also das sind solche Reformen, die dieser Papst einführt von diesem Prinzip her. Jetzt ist sein Pontifikat in den letzten Jahrzehnten gut, weil sie eben auch im Vatikanischen Geheimarchiv zugänglich ist, erforscht worden. Und man sieht einige Besonderheiten, die ich Ihnen noch sage. Er hat neben den offiziellen kurialen Ämtern, das Staatssekretariat, die heutige Glaubenskongregation, also Sanctum Officium und so fort, hat er ein Privatsekretariat gehabt, wo er Sekretariariola, also italienisch, also das kleine Sekretariat, wo er noch besondere Aufträge gegeben hat und wo das Thema Antimodernismus eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Also er hat nicht nur über die offiziellen kirchlichen Dikasterien, Ministerien den Antimodernismus verfolgt, sondern er hat diesen Antimodernismus auch mit einem privaten Netzwerk sozusagen verfolgt. Das war ihm relativ wichtig. Er ist ja ein Papst der Seelsorge, der übernatürlichen Erneuerung in Christus, aber er ist auch ein Papst, der sehr viel weniger zu politischen Kompromissen bereit gewesen ist und der sehr viel weniger als Leo der 13. von der Eigenständigkeit von Laien in einem eigenständigen Bereich gehalten hat. Und das sieht man deshalb in einigen Konflikten, die unter ihm dann eskaliert sind. Das ist zum einen der Konflikt mit dem französischen Staat. 1905 kommt es zur radikalen Trennung von Staat und Kirche in Frankreich, der Laïcité. Die Kirchengebäude werden alle verstaatlicht, auch die Ortskirchengebäude, also die Pfarreien. Die Gläubigen, die Kirche ist keine Rechtspersönlichkeit mehr, die Gläubigen müssen Kultvereine gründen, also die Gemeinde, und dann dürfen sie diese Kirchen zurücknehmen für diese Vereine. So, also es gibt eine radikale Trennung, Entchristlichung des kirchlichen Lebens in Frankreich in diesem Konflikt, wo er eben zu Kompromissen nicht geneigt war. Es gibt aber auch Organisationen von Laien in Italien, in Frankreich, die sowas wie christliche Demokratie haben wollten, also christliche Parteien, die der Papst dann blockiert hat, abgelehnt hat, aufgelöst hat. Le Sillon von Marc Sanier in Frankreich, Romolo Muri, Versuch, eine katholische Partei zu bilden in Italien, trotz eben der Wegnahme des Kirchenstaats und der Feindschaft zum italienischen Staat. Also da wollte der Papst mit der Moderne keine Kompromisse machen. Und vor allem, er war die ganze Zeit schon, bevor Albert Maria Weiß ihm diese Idee gegeben hat, überzeugt. Ja, es findet sich, wenn man jetzt die Akten, wir wissen jetzt, wie diese Enzyklika entstanden ist, was sich die gegen den Modernismus anschaut, wird mit einem Konzeptpapier, offenbar ein oder zwei Jahre bevor die Enzyklika entstanden ist, des Papstes, wird diese Akten eröffnen. Handschriftlich, Pius X., 1 bis 2 Seiten, ein Geschichtsbild. Der Feind, der Teufel, hat immer gegen die Kirche gekämpft, aber jetzt gibt es eine richtige satanische Verschwörung gegen die Kirche. Man muss zwar immer wachsam sein und musste immer wachsam sein, aber jetzt ist die Gefahr, dass auch im Inneren das teuflische Prinzip der Kirche ist. Und deshalb schreibt der Papst nur, ist nötig, was nötig ist, was immer das ist. Und in dieser Zeit schreibt jetzt Albert Maria Weiß über Giuseppe Toniolo, den Papst, von dieser Gefahr des Modernismus. Und das ist die große, sozusagen der große Ausgangspunkt dieser Antimodernisten-Enzyklika Bascendi und dieser feierlichen Verurteilung des Papstes. Ja, ja, aber ist dieses Zurückziehen auf Übernatürliches und auf Religiöses nicht genau das, was der Albert Maria Weiß so kritisiert? Im zweiten Text, dass dieser sogenannte rein religiöse Katholizismus auch innerlich in Bezug auf den Glauben und das Leben gedenkgemäßig auf das unerlässlich Notwendige eingeschränkt werde? Ja, also ich kann die Frage gut verstehen, weil
In Deutschland galt der Leo der 13. als franzosenfreundlich. Und deshalb gab es viele Deutsche, die haben sich von diesem Pius dem 10. was erwartet sozusagen. Und das waren gerade solche Reformer, die haben sich so einen religiösen Katholizismus und so einen Rückzug erwartet. Allerdings waren die dann ein Stück weit auch enttäuscht, denn dieser Primat des Übernatürlichen, des Religiösen heißt jetzt nicht für ihn, dass sich die Kirche aus der Welt zurückzieht, sondern weil das Übernatürliche über dem Natürlichen ist, muss alles der Kirche folgen. Deshalb müssten, wenn Sie einen Roman schreiben, muss der so sein, dass das Übernatürliche gut dargestellt wird und das Natürliche schlecht. Wenn Sie eine Gewerkschaft gründen, der Priester ist der Repräsentant des Übernatürlichen, dann muss diese Gewerkschaft katholischen Prinzipien folgen und darf die Gewerkschaft nicht entscheiden, wie hoch der Mitgliedsbeitrag ist, bevor man den Priester nicht gefragt. Wenn Sie eine Partei gründen, wo es darum geht, sagen wir mehr oder weniger für die Flotte, das sind ja auch Ausgeben, ja, aber wenn die Kirche mehr Geld braucht, dann können wir die Flotte in Triest nicht so stark zahlen. Also ein katholischer Laie und Führer ist nicht der Experte des Übernatürlichen, soll deshalb deshalb verbindet er diesen Primat des Übernatürlichen schon sehr stark, dass das Natürliche dem folgen muss und deshalb der Laie der Führung des Klerus und der Hierarchie sozusagen. Und das ist insofern, war man dann enttäuscht sozusagen von dieser Gruppe, die dann religiösen Katholizismus, eine Entpolitisierung. Ja? Ich hätte noch eine kurze Frage. Ja. Mein Wissen, dass Pius der 10. eigentlich nur gewählt werden konnte, weil die Habsburger eher exklusive ausgeübt haben. Genau. Das war anscheinend hat den Namen des Kardinals vergessen. Ja, von Krakau, genau. Der Kardinal. Ja, genau, weil er anscheinend genau. Also Leo der 13. galt tatsächlich als franzosenfreundlich und man hatte die Sorge, dass sein Staatssekretär, der als verantwortlich für diese Politik gilt, Rampolla hieß der, dass der gewählt wird. Und das wollte man unbedingt verhindern, sowohl in Berlin, aber natürlich an dem noch Kirchner, also Kaiser Franz Josef sozusagen in Österreich. Und dann hat der Kardinal von Krakau, das ist ja sozusagen ein altes Recht, was dann kirchenrechtlich immer umstritten war und da auch zum letzten Mal ausgeübt wurde. Dieses Recht der Exklusive, dass ein katholischer Herrscher einen missliebigen Kandidaten streichen darf. Und der hat relativ bald, Sapieha hieß der, glaube ich, der Kardinal von Krakau, Erzbischof, im Konklave Rampolla ausgeschlossen sozusagen. Und dann übrigens einer, der so eine Art richtige Doktorarbeit gab es damals in Rom nicht, aber ein Kirchenrechtler, der über dieses Exklusivrecht, das Ausschlussrecht und warum das eigentlich nicht mehr sein darf, geschrieben hat, war ein junger Kleriker damals in der Zeit, das war Eugenio Bacelli, der dann später Papst wurde, Pius der 12. sozusagen. Der hat sich damit beschäftigt, aber das hat dann auch Aufsehen, genau. Und, aber da hatte man dann sozusagen der Pius der 10. galt als guter Kompromisskandidat, vor allem nicht als zu franzosenfreundlich, deshalb ist das unterstützt. Bei der Entstehung dieser großen Antimodernismus-Enzyklika Pascendi. Und wir haben schon den Brief gelesen, der offenbar eine ganz wichtige Rolle gespielt hat für die tatsächliche Umsetzung dieser Idee, die im Albert Maria Weiß am 29. Januar 1907 an Giuseppe Tognolo geschrieben hat. Sozusagen das Allerentscheidendste sei, dass es nicht irgendeine Häresie ist, der Modernismus, sondern die Wurzel, der falsche Grundhabitus, aus dem alle Häresien hervorgehen, die Häresie aller Häresien, der falsche Grundhabitus, der nicht irgendwie nur eine Einzellehre angreift, sondern eigentlich das gesamte Christentum auflöst, zerstört. Und aus dem sich all diese Dinge erklären und der Gegner ist schon innerhalb der Kirche. Und diese Grundüberzeugung von dem Weiß trifft eben jetzt auf einen Papst, der schon vorher 1906, da ist noch nicht der Name Modernismus der Rede, eine Ansprache gegenüber den italienischen Bischöfen gehalten hat und von der Novità, von der Neuerungssucht sozusagen gewarnt hat. Und nachdem dieser Brief geschrieben ist, das ist sozusagen
die zum ersten Mal, wo er dieses Ding dann selber übernimmt von dem Weiß, am 17. April 1907 spricht der Papst im Konsistorium vor den Kardinälen und sagt, dass es eine moderne Häresie sozusagen gibt, die modernen Heretiker, die Zusammenfassung und das Gift aller bisherigen Häresien vertreten. Also dieses Konzept wird vom Papst übernommen. Und die konkrete Ausführung der Enzyklika, die ist dann zweigeteilt. Es gibt einen ersten Teil, den lehrhaften Teil der Enzyklika, Fascendi. Der ist von einem Oblatenpater der unbefleckten Empfängnis Mariens, Joseph Lemieux, verfasst, der auch schon diese Idee hatte, indem er gemeint hat, diese ganzen falschen Lehren von dem Loisier, die hätten ein Gesamtsystem. Da hat er schon vorher eine Schrift geschrieben, dieser Lemieux, der war Konsultor der Studienkongregation, später eine gewisse Nähe zum italienischen Faschismus. Und dann hat diese Enzyklika diesen lehrhaften Teil, diesen theoretischen Teil und dann einen praktischen Teil. Maßnahmen, die überall gegen die Modernisten eingeleitet werden sollen. Und diesen praktischen Teil, den hat ein Kardinal verfasst, ein Spanier, der Leiter der Religiosen, also für die Ordensleute zuständigen Kongregation gewesen ist, José Calasanz Vives y Tuto, also Vives y Tuto, ein Kapuziner, der hat diesen praktischen Teil verfasst, ein sehr einflussreicher Kardinal unter Pius X. Da sehen Sie das nochmal, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Ich würde jetzt aber meinen, dass wir ein bisschen in eine Lesephase eintreten. Ja, und also jetzt auf der Seite 2, 3 und 3 und oben noch 4, da wären so wesentliche Passagen, ganz können wir sie nicht lesen, aus dieser Antimodernisten-Enzyklika Bascendi. Also ich würde, wenn Sie wollen, können wir es auch leise lesen. Ich würde beinahe meinen, dass wir es doch, auch wenn dann irgendjemand von Ihnen lesen müsste, dass wir es doch laut lesen, vielleicht ein, zwei Abschnitte und dann kurz drüber sprechen und kommentieren, dass es dann doch besser ist, als leise zu lesen. Wer würde denn dem heiligen Papst Pius X. die Stimme leihen wollen? Ja, sind Sie so freundlich. Welche Absätze? Fangen wir an, also das ist ja auf der Seite 2 oben die Enzyklika Bascendi Dominici Gregis, halt nach den Anfangsworten, also das, also die Herde des Herrn ist zu weiden, so beginnt die Enzyklika und dann mit diese Leute dann einfach beginnen, vielleicht die ersten beiden Absätze. Diese Leute müssen sich wundern, wenn wir sie zu den Feinden der Kirche zählen. Über das Innerste ihres Herzens wird nur Gott alleine richten. Wem jedoch ihre Lehren, ihre Redewendungen und ihre Handlungsweisen bekannt sind, der kann sich darüber nicht wundern. Es entspricht absolut der Wahrheit, dass sie schlimmer sind als alle anderen Feinde der Kirche. Wie bereits erwähnt, schmieden sie ihre Pläne, die Kirche ins Verderben zu stürzen, nicht nur außerhalb, sondern auch im Inneren der Kirche. Im Blute der Kirche, in ihrem tiefsten Inneren, hat sich diese Gefahr festgesetzt. Deshalb wird ein Schaden für die Kirche umso sicherer, je genauer sie die Kirche kennen. Dabei verhalten sie sich äußerst gewandt und schlau. Abwechselnd spielen sie die Rolle des Rationalisten und des Katholiken in einer derart gewandten Weise, dass sie jeden harmlos Denkenden mit Leichtigkeit zu ihrem Irrtum bekehren können. Auch lässt ihre Verwegenheit sie vor keinen Konsequenzen zurückschrecken. Mit frecher Stirn und kaltem Blut drängen sie sogar dazu. Dazu kommt noch ihr äußerst tätiges Leben, ihre ständige, eifrige Beschäftigung mit gelehrten Arbeiten aller Art und oft eine zur Schau getragene Sittenstrenge. Dies alles trägt umso leichter dazu bei, sich in ihnen zu täuschen. Mit ihren Fachstudien sind sie schließlich an einem Punkt angekommen, an dem sie keine Autorität mehr anerkennen und sich keine Beschäftigungen mehr gefallen lassen wollen. Auf diese Weise haben sie ihr eigenes Gewissen getäuscht und möchten das Wahrheitsdrang nennen. In Wirklichkeit
handelt es sich dabei nur um Stolz und Hartnäckigkeit. Jetzt könnten Sie den letzten gleich, den nächsten Absatz, die vier Zeilen auch noch lesen, weil das dann nicht mal. Die Modernisten, so werden sie im Allgemeinen sehr richtig bezeichnet. Die brauchen den schlauen Kunstgriff, ihre Lehren nicht systematisch und einheitlich, sondern stets nur vereinzelt und ohne Zusammenhang vorzutragen. Dadurch erwecken sie den Anschein des Suchens und Tastens, während sie davon fest und entschieden überzeugt sind. So, jetzt haben wir sozusagen diese Diagnose, danach kommen die einzelnen Lehren jetzt. Was ist jetzt nochmal, also Sie sehen wahrscheinlich, dass diese Ideen, diese Sichtweise von dem Weiß, das sehr eingegangen ist, sowas entspricht sich. Aber was macht jetzt sozusagen diesen Modernismus so gefährlich? Vielleicht auch gefährlicher als irgendeine andere Irrlehre, wenn jemand vor die unbefleckte Empfängnis Mariens abgelehnt hat, aber sonst katholisch war. Warum ist es in der Sichtweise des Papstes dieser Modernismus so eine besondere Gefahr, dass dieser Papst wirklich auch sein Privatsekretariat dagegen einsetzt, das zur Chefsache macht und so fort? Ja, weil sie die anderen täuschen. Ja. Und das ist das, was ich so finde. Also die Absätze lang durchgehende Vorwurf, die haben, sind einfach miese Menschen. Ja. Die haben einfach einen schlechten Charakter. Genau, jetzt könnte man, genau, und das ist natürlich auch was irgendwo Traditionelles. Also in der kirchlichen Selbstwahrnehmung ist jeder Heretiker, der von der Lehre der Kirche abweicht, der hat, das ist auch eine charakterliche Sache, vor allem der Stolz sozusagen. Das ist immer der Vorwurf. Also ganz klassisch, wenn Sie als Theologe gegen eine Lehre sind, ja, diese stolzen Theologen sozusagen. Also der Hochmut, denn schon im Paradies ja der Hochmut sozusagen oder der Luzifer, der Hochmut, der Stolz. Das ist natürlich ein Stück weit auch sozusagen, aber natürlich, also das Entscheidende ist, also zum einen glaube ich, was sie so gefährlich macht, sie sind schon im Innern, die sind schon unter uns, das ist was anderes. Wir erkennen die gar nicht sozusagen. Also der Papst muss sowas wie eine Aufdeckungsleistung machen sozusagen. Der muss die Leute warnen sozusagen. Das ist so, als wenn da draußen schon alles atomar verstrahlt wäre. Niemand würde es ihnen sagen sozusagen. Das muss ihnen jetzt erstmal jemand sagen sozusagen. Also das ist so diese Sichtweise, diese Leistung, die der Papst haben will. Und jetzt, wie schaut denn jetzt, warum entdeckt man das nicht? Warum die spielen bestimmte Rollen, die Modernisten, oder die haben eine bestimmte Tarnung? Warum kann man das nicht erkennen, dass die Modernisten sind sozusagen? Wie ist da die Sichtweise des Papstes sozusagen? Warum ist es so schwierig, jemanden zu erkennen? Warum nicht? Sie denken, ich bin da so ein netter Kerl, der da von Deutschland kommt. In Wirklichkeit bin ich ein Modernist sozusagen jetzt. Oder irgendwie so jetzt. Oder also jetzt diese Sichtweise. Also warum, also ich bin es natürlich nicht, aber jetzt nur von der Dinge, dass sie, also warum ist das sozusagen das Gefährliche von diesen Dingen? Mein Eindruck ist, es wird gar nicht eingegangen auf die Argumente der Modernisten, ja, sondern es wird drüber gestrichen. Ja, das stimmt, wobei es kommt jetzt gleich noch ein bisschen, wenn wir weiterlesen, da werden dann noch die wichtigsten Lehren sozusagen gesagt. Also jetzt geht es eher mal um die Haltung, ja? Das besonders kritisiert oder als kritisch dargestellt wird, dass sie das nicht systematisch machen. Ja. Sondern dort ein bisschen was kritisieren oder in Frage stellen, anders sehen. Also genau, das ist so, also die spielen, also sagen wir mal, das eine, also die spielen, also die einen, das ist so die Denkweise. Der Loisier vertritt beispielsweise, ist ein Modernist, aber tut so, als wenn er eigentlich ein frommer Bibelwissenschaftler wäre, den es nur darum geht. Der Hermann Schell, der hat eigentlich mit Bibelwissenschaft gar nichts so am Hut, da geht es um Philosophie und Dinge und um Reformen des kirchlichen Lebens sozusagen, gilt auch als Priester. Der Dritte, der will irgendwie, das ist ein toller Prediger, der einfach nur will, dass die Kirche über die Zentrumspartei nicht so viel Einfluss nimmt. So, also das sind scheinbar nur Einzellehren sozusagen. Und wahrscheinlich würden diese sogenannten Modernisten gar nicht auf die Idee kommen, dass sie Modernisten sind. Das durchschaut nur der Papst oder seine Ratgeber, dass dahinter ein falscher Grundgedanke und damit ein falsches System steckt.
Also das ist eine extreme Konsequenzenmacherei, wenn Sie das sehen wollen, sozusagen. Also wenn du die Bibel so, dann hast du einen solchen Neuerungsgeist, der dich eigentlich auch auf allen anderen Gebieten des kirchlichen Lebens zu falschen Neuerungen führen würde, sozusagen. Jetzt kann man natürlich streiten, wir werden dann sehen, bei der Rezeption der Enzyklika wird es ein riesiges Problem sein, denn die deutschen Bibelwissenschaftler sagen, also dieses System des Modernismus habe ich nie vertreten. Die deutschen Bischöfe werden sagen, in Deutschland gibt es keinen einzigen Modernisten. Weil Sie werden sehen, da wird jetzt ein ganzes System vom Papst konstruiert, was dahinter steckt sozusagen. Dann ein einziger Münchner Theologe, der Schnitzer, der bekennt sich zum Modernismus. Aber das sind ganz wenige Ausnahmefälle. Aber wahrscheinlich die Ratgeber meinen, fast die ganze moderne Theologie ist davon. Also das ist sozusagen auf der einen Seite eine Stärke dieser Enzyklika oder halt ein geistiger Gehalt, dass man sagt, hinter einer einzelnen falschen Lehre oder Reformforderung versteckt sich ein ganzes falsches philosophisches, denkerisches System. Und das ermöglicht aber dann jetzt den einzelnen Kirchen, in Deutschland zum Beispiel, zu sagen, das ist ein französisches Problem, vielleicht von dem Loisy. In Deutschland gibt es überhaupt keinen Modernismus. Das ist natürlich die Verteidigung. Ja? Spricht das nicht über die Verschwörungstheorien heutzutage? Ja. Ein ganzes System praktisch steckt dahinter. Ja. Also von der Denkweise ist es eigentlich schon so eine Form auch von Verschwörungstheorie. Natürlich letztlich sowieso, weil der Satan natürlich die Kirche bekämpft und da willige Werkzeuge hat, also so, aber selbst wenn man nicht so weit geht, zum einen das System dahinter, und wir werden auch sehen, es ist auch die Vorstellung, dass es so Verabredungen unter denen gibt. Ich bin mir jetzt ganz sicher, ob ich die Teile habe, aber man glaubt auch, dass das nicht nur der Shell und der Loisy und so weiter vereinzelt sind, sondern also es gab der Baron von Hügel, das war ein Privatgelehrter, der hat einmal in Norditalien versucht, wichtige dieser Reformkatholiken zu versammeln, und das ist dem Papst auch zu Gesicht bekommen. Er glaubt auch, da steht eine Verschwörung letztlich dahinter, sozusagen. Und deshalb ist es sein Job als Lehramt, den Leuten sozusagen die Schuppen von den Augen oder die Brille, die falsche Vorstellung von den Augen zu reißen und zu sehen, sozusagen. Und auch den Bischöfen sozusagen, weil die Bischöfe, die kriegen das gar nicht mit, was die in ihrer Diözese lernen. Die meinen, es ist doch so ein gut gebildeter, frommer Theologe, und in Wirklichkeit ist das ein Modernist sozusagen. Und Sie können sich aber jetzt schon denken, allein aus dieser Denkweise, dass natürlich in der Kirche jetzt eine Modernistenjagd losgeht sozusagen, die dann ganz lang dieses Klima auch verpestet hat. Und wenn Sie sich mal, aber das werden wir dann am Ende noch genauer anschauen, die sind natürlich heute marginalisiert, aber die Anhänger von Erzbischof Lefebvre, die gegen das Zweite Vatikanum sind, die nennen sich ja nicht umsonst die Priesterbruderschaft Pius dem Zehnten, also die Pius-Brüder. Das ist genau diese Sachen sozusagen, diese Denkweise, die dann fortlebt sozusagen. Das hat dann eine ganz lange Wirkungsgeschichte. Jetzt schauen wir uns aber noch ein bisschen die einzelnen Lehren sozusagen an. Beginnen wir zunächst mit der Philosophie. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie haben es sehr schön gelesen, aber du lesen solltest, dann können wir dann abwechseln. Genau. Beginnen wir zunächst mit der Philosophie. Das Fundament der Religionsphilosophie setzen die Modernisten in jene Lehre, die man gemeinhin Agnostizismus nennt. Ihr zufolge ist der menschliche Verstand gänzlich eingeschlossen von den Phänomenen, das heißt von den Dingen, die in Erscheinung treten, und von derjenigen Gestalt, in welcher sie in Erscheinung treten. Deren Grenzen zu überschreiten, habe er weder Recht noch Macht. Darum sei er auch nicht imstande, sich zu Gott erheben, noch dessen Existenz, auf welche Weise auch immer, aus den sichtbaren Dingen zu erkennen. Von hier aus wird argumentiert, dass Gott in keiner Weise unmittelbar Gegenstand der Wissenschaft sein könne. Was aber die Geschichte betreffe, so sei Gott keinesfalls als geschichtliches Subjekt zu betrachten. Machen wir noch einen, fassen wir es zusammen. Ja. Der Agnostizismus
bildet jedoch nur den negativen Teil der modernistischen Lehre. Der positive Teil wird vitale Immanenz genannt. Der Übergang von einem zum anderen Teil besteht darin, dass sowohl die natürliche als auch die übernatürliche Religion, wie jede andere Tatsache auch, einer Erklärung bedarf. Nachdem man jedoch die natürliche Theologie beseitigt, durch Leugnung der Beweggründe des Glaubens zur Offenbarung den Weg versperrt und selbst jede äußere Offenbarung zu einer Unmöglichkeit gemacht hat, sucht man außerhalb des Menschen vergeblich nach einer Erklärung. Sie muss sich also im Menschen selbst finden. Da die Religion eine Lebensäußerung ist, kann die Erklärung nur im Leben des Menschen liegen. Daher kommt das Prinzip der religiösen Immanenz. Für jedes Lebensphänomen, zu dem nach dem Gesagten auch die Religion zählt, liegt der letzte Grund in einem gewissen Bedürfnis oder Antrieb. Nehmen wir jedoch das Leben im engeren Sinne, dann ist der Beginn eine Bewegung des Herzens, das Gefühl. Gott ist der Gegenstand der Religion. Daher ergibt sich die Schlussfolgerung, dass der Glaube, der den Beginn und die Grundlage einer jeden Religion darstellt, aus einem tiefen innerlichen Gefühl bestehe, welches im Bedürfnis nach dem Göttlichen seinen Ursprung finde. Also jetzt haben wir ja zwei ein bisschen theoretisch durchaus anspruchsvolle Absätze, die sozusagen die zwei religiös-philosophischen Grundüberzeugungen, die hinter dem Modernismus oder dem falschen Verständnis von Religion stehen. Das, wenn wir dann gleich weiterlesen, sehen wir auch, was das dann für Konsequenzen für die Dogmen und so weiter hat. Aber vielleicht, dass man diese beiden Prinzipien nochmal versuchen, uns mit eigenen Worten klarzumachen. Also zum einen dieses Agnostizismus im ersten Absatz und dann diese vitale oder religiöse Immanenz. Wenn Sie das vielleicht mal nicht mit den Worten des Papstes, sondern mit eigenen Worten, was würde mit Agnostizismus gemeint sein? Wie könnte man sich das klar machen? Ja. Man kann definitiv nichts Definitives aussagen. Genau. Also mit der Vernunft, wo man normalerweise meint, man kann Gott etwas außerhalb von mir, außerhalb der Welt, unserer endlichen, begrenzten Welt, wo wir bei Krankheit, Tod, Sterben konfrontiert sind, da hat die alte Religion eben ein Prinzip außerhalb, was uns Rettung gibt. Darüber können wir eigentlich nichts wissen, sozusagen. Also das ist eine philosophische Skeptik. Denkt man vielleicht mal an Kant, sozusagen ein populär, vielleicht missverstandener Kant. Von Gott können wir nichts wissen. Wir können Gott nicht beweisen, sozusagen. Und was ist dann jetzt, ist ja um das Jahr 1900, Buddhismusbegeisterung in manchen elitären Kreisen, die Religionen rücken näher sozusagen durch Reiseberichte. Das Phänomen Religion spielt ja eine ganz vielfältige Rolle. Wo kommt dann die Religion her oder was ist der Wurzelgrund der Religion? Das ist ja eine bestimmte religionswissenschaftliche Theorie, die jetzt da entwickelt wird. Wir haben ein inneres Bedürfnis. Genau, aus dem Inneren, aus dem Bedürfnis bestimmen, das ist sozusagen der Ursprung der Religion. Vor allem steckt da natürlich dahinter, Christentum beansprucht ja, es kommt von außen. Gott sagt mir von außen, die Wahrheit offenbart sich. Hier geht es also eher darum, die Modernisten sagen, aus dem religiösen Gefühl sozusagen. Das ist die Grundlage der Religion. Wenn es dir gut tut, geh halt in die Kirche. Wenn es dir nicht gut tut, gehst nicht. Mei, dem einen tut es halt gut, Yoga zu machen oder buddhistisch zu meditieren. Der andere betet gern Rosenkranz. Was deinen Bedürfnissen entspricht, deinem Gefühl entspricht sozusagen. Was genaues Wissen kann man ja eh nicht über diese Dinge. Der eine ist halt so aufgewachsen, der andere so erzogen. Also Sie sehen, so abstrakt wie das ist, das sind ja schon Vorstellungen, die heute ganz weit verbreitet sind irgendwie sozusagen. Also ja. Das ist schon die alte Religionskritik von Feuerbach, nicht nur zur Weltraum. Genau, also das stimmt. Genau. Also das, solche Dinge haben, nicht? Das genau. Kommt halt mit Bedürfnis heraus.
Religionen stecken. Genau, und das wird natürlich hier als Gefahr gesehen, die Modernisten unterschoben, aber das sind natürlich schon, und verschiedene Versatzstücke und so, aber natürlich ist das schon ein gewisses Problem, was da ist, sozusagen, eine bestimmte Tradition. Aber ich frage mich auch, ob das jetzt so ein bisschen an Schleier nachgeeignet wird, ja. Die Abhängigkeit und ja. So eine späte Spitze, die am Protestantismus ist. Also könnte auch gut sein, denn natürlich nach dieser in dieser ultramontanen Tradition stehenden Geschichtsding glaubt man immer, ah ja, in der Renaissance, in der Reformation hat sich der Mensch von Gott, von der Kirche losgesagt und dann werden es immer größere und schlimmere Irrtümer, die Aufklärung, dann Schleiermacher, ist natürlich ganz einflussreich, dann im 19. Jahrhundert gewesen, der halt Religion auf ein psychisches Bedürfnis, die Relevanz von Religion natürlich auf eine eigene Provinz im Gemüt, auf ein eigenes psychisches Bedürfnis zurückführen will. Und natürlich, dann kann man natürlich sagen, damit wird Offenbarung von außen zu einer vitalen Immanenz so. Also das, all das spielt rein, wie weit es der Papst im Einzelnen gekannt hat, aber der hat auch Ratgeber so. Aber die glauben, das steckt hinter diesen ganzen modernen Vorstellungen und so weiter drin sozusagen. Also Agnostizismus und vitale Immanenz. Jetzt geht es ein bisschen, jetzt bin ich beinahe, aber der ist eigentlich nicht richtiger Teilnehmer, aber der Herr Kubaschiak, der schreibt ja seine Habilitationsschrift über die Entstehung von dogmatischen Glaubensbekenntnissen. Ihm täte es jetzt gut, wenn er mal die Sicht des Papstes dazu lesen würde. Ich glaube, Sie müssen das jetzt mal lesen, Herr Kubaschiak. Also auch bei der Ausarbeitung. Ich gebe Ihnen den Text, warten Sie mal. Ah, okay, Sie haben da. Nee, ja, auf der Seite 3, schauen Sie mal bei den Texten. Dann der dritte Abschnitt, auch bei der Ausarbeitung. Auch bei der Ausarbeitung der sekundären Formeln muss das Herz die Führung haben. Daher müssen die Formeln, wenn sie lebendig sein wollen, im Glauben und im Gläubigen in gleicher Weise angepasst sein und bleiben. Wenn aus irgendeinem Grund dieses Angepasstsein aufhören sollte, verlieren sie ihren ursprünglichen Wert und bedürfen der Änderung. Die dogmatischen Formeln sind nur wenig bedeutend und auch sehr kurzlebig. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich der Spott und die Verachtung der Modernisten in reicher Fülle, was sie ergießt, während das religiöse Gefühl und das religiöse Leben nach ihrem Dafürhalten alles darstellt. Überblickt man nun das ganze System, so werden wir es gewiss als eine Zusammenfassung aller Heresien bezeichnen dürfen. Hätte sich jemand zur Aufgabe gestellt, die Quintessenz aller Glaubensirrtümer, die es ihr gegeben hat, zusammenzutragen, so hätte er es nicht besser machen können, als es die Modernisten getan haben. Was? Ups. Jetzt, genau, jetzt, also da hat man jetzt diese Zusammenfassung aller Heresien. Also die Dogmen, das Dogmatische, das sind immer nur, das Entscheidende, haben wir ja gesehen, ist das Gefühl sozusagen dahinter. Wenn sich unser Gefühl weiterentwickelt, müssen wir auch die dogmatische Entwicklung halt, den modernen Geist anpassen, den Katechismus umformulieren. Deshalb haben diese Modernisten auch Dogmenkritik und so weiter, dass man die Dogma sich anpassen muss und so, das ist die Grundlage. Und jetzt sagt er, das ist sozusagen genau diese Idee von dem Albert Maria Weiß, die Wurzel aller Heresien. Die Heresie aller Heresien ist der Modernismus, die falsche Grundhaltung, aus der alle Irrtümer hervorgehen. Und jetzt kommen Maßnahmen dagegen, die dürfen Sie aber ruhig auch gleich noch lesen. Was zunächst die Studien angeht, so wollen und verordnen wir in aller Form, dass die scholastische Philosophie zur Grundlage der kirchlichen Studien gemacht wird. Die Lehrer sollen darauf achten, dass man besonders in metaphysischen Fragen nie ohne großen Schaden von Aquinaten, also der Lehre des Thomas von Aquin, abweicht. Kongresse und öffentliche Versammlungen wurden bereits oben als Gelegenheit erwähnt, bei denen die Modernisten versuchen, ihre Ansichten frei zu vertreten und zu verbreiten. Die Bischöfe dürfen in Zukunft Priesterversammlungen nur äußerst selten dulden. Erlauben Sie dieselben, soll dies nur unter der Bedingung geschehen, dass nichts verhandelt wird, was vor die Bischöfe und den apostolischen Stuhl gehört. Es dürfen keine Anträge und Gesuche gestellt werden, die eine Usurpation kirchlicher Autorität bedeuten. Alles, was nach Modernismus, Presbyterianismus oder Laizismus aussieht, muss von der Diskussion ausgeschlossen werden. Aha. Vielleicht noch auf der letzten Seite einen Abschnitt auch von Anschaffung. Dass in jeder Diözese aus bewährten Mitgliedern des Welt- und Ordensklerus ein Rat eingesetzt wird. Dieser soll darüber wachen, ob und in welchen Mitteln die neuen Irrtümer weiterschleichen oder verbreitet werden.
Sie werden den Bischof davon in Kenntnis setzen, damit nach gemeinsamer Überlegung Maßnahmen ergriffen werden, um das Übel gleich im Keim zu ersticken. Ansonsten würde das Verderben der Seelen immer weiter um sich greifen oder, was noch schlimmer wäre, von Tag zu Tag wachsen und sich festigen. Daher beschließen wir, dass ein solcher Rat, den wir die Aufsichtsbehörde nennen, so bald als möglich in jeder Diözese eingerichtet wird. Die Mitglieder dieser Aufsichtsbehörde werden etwa in der Weise bestimmt, wie wir es oben für die Zensur angeordnet haben. In jedem zweiten Monat sollen sie an einem festgelegten Tag beim Bischof zusammenkommen. Über ihre Verhandlungen und Beschlüsse sind sie zum Stillschweigen verpflichtet. Vom Amtsleben unterliegt ihnen folgende Offenheiten nach Anzeichen und Spuren des Modernismus sowohl in Büchern als auch in Lehrvorträgen eifrig zu forschen. Sehr schön. Also das ist die Enzyklika Bascendi. Wir haben sozusagen den ersten Teil uns angeschaut mit diesen Prinzipien. Modernismus als Feind im Innern und gleichzeitig als Wurzelboden, als Häresie aller Häresien sozusagen. Hinter den Einzellehren steckt implizit, ohne dass es die Modernisten oft selber wissen oder sie wissen es und sagen es nicht zumindest, ein ganzes System. Das hat diesen Agnostizismus, diese vitale Immanenz und deshalb ist alle dogmatische Formulierung immer nur relativ, kann historisch kritisch untersucht, relativiert werden. Das ist die Grundlage. Und dagegen, wie geht man jetzt vor sozusagen? Das ist jetzt dieser praktische zweite Teil, den Vives Intuto, dieser Kardinal, Vertraute des Papstes, jetzt formuliert hat. Jetzt natürlich, der Papst kann nicht überall sein, die Bischöfe muss man irgendwie aktivieren. Man macht jetzt irgendwie Vorschriften für die Bischöfe, für die Priesterausbildung, haben wir gesehen, Thomas von Aquin, Scholastik folgen, nicht die falsche moderne Philosophie. Und natürlich jetzt die Schriften und Vorträge zu überwachen. Jetzt, wie kann der Kardinal Schönborn wissen, was ich hier mache, sozusagen? Also, das ist sicherlich gut, Berichterstatter. Entweder er tut irgendeinen Berichterstatter von Ihnen da reinsetzen, sozusagen. Die müssen natürlich geschult werden. Oder... Also man kann natürlich auch, jetzt wenn mein Ortsbischof ist, meine Schriften vor Zensur sozusagen, bestimmte Zusammenhänge, wir sind jetzt keine Klerusversammlung, aber so Versammlungen müssen ja auch nicht unbedingt sein, haben Sie gesehen, weil da wird auch vieles Kritische, die sollen möglichst eingeschränkt, bestimmte Themen nicht berührt, möglichst selten von den Bischöfen überwacht sozusagen. Und so versucht man jetzt sozusagen systematisch den Modernismus zu enttarnen und aus der Kirche zu drängen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erfolgreich ist jetzt dieses Programm sozusagen? Also es sind ja letztlich, also stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt ein Bischof und Ihnen ist das trotzdem irgendwie ein bisschen fremd und Sie sind mit dem religiösen Leben Ihrer Diözese eigentlich insgesamt recht zufrieden mit den Katholiken. Was hat man denn jetzt für Strategien kann man denn jetzt entwickeln, sozusagen, um dieses Programm zu unterlaufen jetzt mal so? Also das wäre jetzt, die Frage ist jetzt, wie reagiere ich jetzt als Ortsbischof, wenn ich diese Enzyklika, also theoretisch haben diese Bischöfe alle Dankesschreiben, feierliche, in feiner, schöner, kalligraphischer Schrift an den Papst geschrieben, dass der Papst ihnen hilft, ihr Hirtenamt so gut auszuüben, diesen Feind zu erkennen. Und danke großartig für diese Enzyklika. Das ist so das Diplomatische auf der einen. Auf der anderen Seite, jetzt muss man ja irgendwie diese Vorzensur einführen. Man muss einen solchen Überwachungsrat einführen. Man hat vielleicht eine theologische Fakultät an seiner Universität oder an seinem Priesterseminar, was man irgendwie Ding ist. Und da stellt sich halt jetzt die Frage, gibt es diesen Modernismus in dieser Form überhaupt so? Die Professoren sagen jetzt, ja, also dieses System habe ich noch nie gehört, das habe ich nie vertreten, irgendwie sozusagen und so. Und deshalb, das haben wir ja gesagt, Deutschland, aber auch in Österreich, Modernismus, nein, das ist ein französisches Phänomen. Frankreich denkt, nee, das kommt von der deutschen Bibelkritik. Italien sagt ja, das ist nördlich der Alpen. Lateinamerika, das kommt nicht vor, sozusagen.
Jetzt will man natürlich, also der Kollege Klaus Arnold in Mainz, der hat stark diese römischen Akten sowohl zur Entstehung der Enzyklika Pascendi als auch dann sollen die Bischöfe ja solche Überwachungsräte in ihrer Diözese einrichten. Und diese Überwachungsräte sollen in Rom regelmäßig Berichte erstatten sozusagen. Und diese Berichte, die hat man ausgewertet. Ja, was kommt raus? Also weniger als die Hälfte der Diözesen schickt Berichte. Jetzt kann natürlich sein, dass was verloren gegangen ist, ist aber ein bisschen unwahrscheinlich sozusagen. Also man sieht schon, ja, was berichten die dann? Der eine berichtet, ja, also Modernismus haben wir nicht, aber bei uns, ich habe als Bischof immer umsonst die öffentliche Postkutsche verwenden können und die Briefe. Diese freimaurerische Regierung will jetzt das so und das ist doch eine Unverschämtheit. Der andere Bischof berichtet jetzt so irgendwie, also jede hat seine eigenen Dinge, aber mit diesem Modernismus, also das hat eigentlich niemand so richtig. Also es gibt dann ganz wenige, die sehr eifrig sind und so, aber der Papst muss letztlich ein bisschen überrascht sein mit diesen Berichten. Er dachte, die theologischen Fakultäten in den Diözesen sind die überall Gefahr und diese Bischöfe sagen aber, ist gar nicht gegeben. Das überzeugt den Papst natürlich nicht. Und jetzt kommt es zu einer anderen Sache. Wie reagiert man jetzt als Papst? Ja, die Bischöfe merken das nicht, vielleicht, weil die Modernisten so hinterhältig und schlau sind, dass die sich sogar so verstellen, dass es nicht mal die Bischöfe merken. Wie kommt man jetzt ins Innere? Wie kommt man jetzt ins Innere dieser Modernisten rein und überführt sie trotzdem? Das ist die eine Frage. Oder B, diese Bischöfe, da ist uns auch etwas Dummes passiert. Wir haben Leute berufen, die selber vielleicht so ein bisschen verdächtig sind. Wir müssen auch irgendwie diese Bischöfe überwachen. Daran können es auch liegen. Und das ist jetzt sozusagen der zweite Teil der Modernismuskrise nach der Enzyklika, die ich Ihnen zeigen will. Man versucht ein Instrument jetzt, wo man ins Innere der Modernisten kommt. Das ist der Antimodernisten-Eid, den man jetzt jeden Seelsorger schwören lässt. Und man versucht ein Geheimdienst, ein Spionagenetzwerk jenseits der Hierarchie aufzubauen, dass die Bischöfe überwacht. Also diese zwei Dinge schauen wir uns genauer an. Bevor ich auf den Antimodernisten-Eid, den wir dann auch nochmal lesen, eingehe, kurz nochmal auf eine antimodernistische Gestalt in Wien, eigentlich ein Reichsdeutscher, der dann aber in Wien ist, der heißt Ernst Kommer. Ernst Kommer war also Sohn aus Berlin eigentlich stammend, eines Komponisten, der Franz Kommer, der zunächst mal in Berlin und an anderen Universitäten Jura studiert hat und sich dann aber nach einer Zeit als Rechtsreferendar entschließt, auch Theologie zu studieren. Berlin gehört damals zum Bistum Breslau und er wird dann in Breslau zum Priester geweiht, studiert dann in Rom weiter und er ist ein großer Vertreter des Neutomismus, also die Philosophie, die Theologie, aber auch die ganze Gesellschaft aus der Theologie des Thomas von Aquin zu erneuern. Er lehrt dann zunächst Moraltheologie in Münster, dann Apologetik in Breslau und Ernst Kommer wird im Jahre 1900 zum Professor für Dogmatik an der Universität in Wien berufen, also Vorgänger vom Kollegen Tück sozusagen, und hat schon vorher ein Jahrbuch begründet, eine Zeitschrift begründet für Philosophie und spekulative Theologie, die so ein Kennzeichen hat, also philosophisch-theologische Fragen ohne Geschichte. Also geschichtliche Aufsätze haben da keine Rolle. Was jemand früher mal gedacht hat, ist egal, wir wollen nur die Wahrheit, wie es systematisch wirklich ist, haben. Diese Zeitschrift wurde dann später, also auch das natürlich Programm, in Divus Thomas, also in göttlicher Thomas, umgedannt. Und existiert heute auch weiter als, ich wäre es ja heute Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie sozusagen. Also das war sozusagen ein Organ des Neutomismus, das Ernst Kommer vertreten hat. Anfangs war dieser Ernst Kommer dem Reformkatholizismus durchaus ein Stück weit aufgeschlossen. Dann ist er aber immer mehr vor allem ein Gegner von Hermann Schell geworden.
vor allem den Eichstätter Briefpartner. Der Nachlass, den hat Otto Weiß, der inzwischen verstorben ist, ein wichtiger Erforscher des Modernismus, katholischen Modernismus, gefunden im Grazer Dominikanerkonvent. Da sieht man, dass der Eichstätter Priester Michael Klossner den Komma da stark beeinflusst hat. Also Komma wird der ein ganz wichtiger Schellgegner, vor allem nach dem Tod Hermann Schells, als die Freunde Hermann Schells für ein Grabmal sammeln. Und er ist natürlich ein wichtiger Gegner auch gegen einen anderen Wiener Professor Albert Erhard, der eben auch reformkatholische Schriften verfasst hat. Und dieser Ernst Komma also vertritt nicht nur diese päpstliche Weisung und Taktik, den Thomismus zu stärken in der Priesterausbildung, sondern er ist auch ein wichtiger Exponent des Spionagenetzwerkes, das wir gleich näher uns anschauen werden, das Sodalitium Pianum. Also da hat man jetzt die Akten ausgewertet und der Komma berichtet da ganz fleißig über die Modernisten, die in Wien sind und warum der Kardinal zu alt und trottelig und merkt es nicht und so weiter. Und all diese Dinge, die kann man da merken, die kann man da sehen. Ein weiteres wichtige Grundlage ist eben ein Dr. Anton Maus, der in Wien der Chefredakteur von Österreichs katholischem Sonntagsblatt ist und auch ein wichtiger Informant dieses Netzwerks gewesen ist. Nachdem es da viel Streit in der theologischen Fakultät und auch sonst gegeben hat, zieht er sich 1911 nach Graz zurück. Thomas von Aquin war Dominikaner, deswegen eng mit dem Dominikanerkloster verboten und wenn sie mal in Graz sind, in der Dominikanerkirche, dort lässt er sich in der Gruft auch, obwohl er selber nicht Dominikaner war, bestatten. Also ein Wiener Exponent dieses Antimodernisten. Und der Papst führt eben jetzt, nachdem scheinbar ja diese Unterdrückung des Antimodernismus nicht so wirklich geklappt hat, weil ja, die sagen, wir sind gar keine Modernisten. Die verstellen sich ja und die Bischöfe sind zu dumm oder zu unmotiviert, diese Modernisten zu enttarnen, denkt er, wenn ich diese Leute dazu zwinge, einzuschwören, müssen sie entweder einen Meineid, dann sind sie automatisch in der Hölle, weil das ist ja schwerste Sünde, oder sie müssen sagen, ich kann die nicht schwören, dann kann ich sie enttarnen sozusagen. Oder sie bekehren sich. Also mit dem Eid kann man ins Innere, ins Gewissen sozusagen eindringen. Und so versucht den Entwurf hat ein bedeutender, übrigens ein wichtiger Lehrer, der Gregorianer von Lefebvre, ein bedeutender französischer Thomist, Louis Billot, der entwirft diesen Antimodernisten-Eid. 1911 ist er als Theologe zum Kardinal auch erhoben worden. Dazu ist ein weiterer konservativer holländischer Kardinal Willem van Rossum, ein Redentorist, die sind die Verfasser des Eides. Diesen Eid müssen alle schwören, die irgendwo ein Seelsorgeamt übernehmen, also eine Pfarrei, ein Beichtväter sind. In Deutschland gab es dann wieder dumme Diskussionen für den Papst, aber auch in Österreich, wenn die staatliche Professoren sind. Denn der Staat hat gesagt, unseren Beamten, unseren Professoren könnt ihr keine Eide geben, da entscheiden wir, was geschwört, sozusagen. Also wenn der Theologieprofessor keine Seelsorge ausübt, ist er an einer staatlichen Universität im deutschsprachigen Raum um den Eid rumgekommen. Aber da die natürlich meistens Priester waren, mussten die den doch bei der Priesterweihe schwören oder wenn die irgendwo der Pfarrei ausgeholfen haben und so fort. Also die meisten haben doch geschwört, aber da gab es sozusagen Möglichkeiten. Und das war eben dieser Eid, der dann bis 1967 in Kraft war und den eben Kollege Hühnermann etwa 18 Mal schwören musste. Er hat natürlich in Rom studiert, aber man war besonders gründlich und sorgfältig sozusagen. Jetzt würde ich sagen, ja, das schaffen wir, das schon noch, wer würde denn so mal so, Sie müssen nicht die Hände dazu falten, Sie müssen das jetzt nicht schwören, wenn Sie es lesen, aber irgendjemand könnte trotzdem so tun, als ob sozusagen schaden wird es Ihnen allerdings nichts, wenn Sie es schwören. Also so, wer würde denn den Text des Antimodernisten-Eides uns mal laut vortragen? Ja, ich bin jetzt weiter, wenn Sie wollen. Ja, genau, jetzt haben wir gleichzeitig. Fangen Sie mal an, dann greifen wir mal ein bisschen ab. Ja, wunderbar. Tun Sie mal Sie vielleicht bis zu drittens und dann gehen wir zu Ihnen. Genau, wunderbar. Ich umfasse fest und nehme an,
Alles und ein jedes Einzelne, was vom irrtumslosen Lehramt der Kirche bestimmt, aufgestellt und erklärt ist, besonders die Hauptstücke ihrer Lehre, die unmittelbar den Irrtümern der Gegenwart entgegen sind. Erstens, ich bekenne, dass Gott, der Ursprung und das Ende aller Dinge, mit dem natürlichen Licht der Vernunft durch das, was geschaffen ist, das heißt durch die sichtbaren Werke der Schöpfung, als Ursache mittels der Wirkung mit Sicherheit erkannt und auch bewiesen werden kann. Zweitens, ich anerkenne die äußeren Beweismittel der Offenbarung, das heißt die Werke Gottes, in erster Linie die Wunder und Prophezeiungen, als ganz sichere Zeichen des göttlichen Ursprungs der christlichen Religion. Ich halte fest, dass sie dem Geist aller Zeiten und Menschen, auch der Gegenwart, auf das Beste angepasst sind. Drittens, fest glaube ich, dass die Kirche die Hüterin und Lehrerin des geoffenbarten Wortes durch den wahren und geschichtlichen Christus selbst während seines Lebens unter uns unmittelbar oder direkt eingesetzt und dass sie auf Petrus, den Fürsten der apostolischen Hierarchie und auf seine steten Nachfolger gebaut wurde. Herzlichen Dank. Dann tun wir noch die, vielleicht zumindest mal die nächsten zwei noch lesen. Genau. Viertens, ohne Rückhalt nehme ich die Glaubenslehre an, die von den Aposteln durch die rechtgläubigen Väter stets in demselben Sinn und in derselben Bedeutung bis auf uns gekommen ist. Deshalb verwerfe ich ganz und gar die irrgläubige Erfindung der Entwicklung der Glaubenssätze, die von einem Sinn zu einem anderen übergingen, der Abweiche von dem Sinn, den die Kirche ernst gemeint habe. Ebenso verwerfe ich jeden Irrtum, der das göttliche, der Frau Christi übergebene Vermächtnis, das von ihr treu bewahrt werden soll, durch eine Erfindung unseres Denkens oder durch eine Schöpfung des menschlichen Bewusstseins ersetzen will, das durch menschliches Bemühen langsam ausgebildet wurde und sich in Zukunft im unbegrenzten Fortschritt vollenden soll. Fünftens, als ganz sicher halte ich fest und bekenne aufrichtig, dass der Glaube nicht ein blindes religiöses Gefühl ist, das aus dem Dunkel des Unterbewusstseins im Drang des Herzens und aus der Leitung des sittlichen Willens entspringt, sondern dass er eine wahre Zustimmung des Verstandes zu der von außen durch Hören empfangenen Wahrheit ist, durch die wir auf die Autorität Gottes, der Allwahrhaftigen, hin und Wahrheit für Wahrheiten, was uns vom persönlichen Gott, unserem Schöpfer und Herrn, gesagt, bezeugt und geoffenbart wurde. Vielen Dank mal. Also das sind jetzt mal sozusagen diese fünf Wahrheiten. Danach kommt jetzt noch, also dass man sich zu Enzyklika Pascendi und zu Lamentabili bekennt und einige Sachen, dass man sozusagen, die weiteren Teile, die wollen dann eine Doppelrolle, dass ich als Geschichtswissenschaftler was anderes meine, als gläubiger Christ und so fort verurteilen. Aber das sind eher sozusagen disziplinarisch die Rollen, die man verurteilt und dass man sich auf keinen Fall zum Modernismus bekennt. Diese fünf Wahrheiten, aber die wollen jetzt sozusagen besonders grundlegende und von den Modernisten in Frage gestellte neuralgische fünf Wahrheiten sozusagen. Also wenn ich die schwöre nach dem Antimodernisten-Eid, dann bin ich kein Modernist. Schauen wir uns die vielleicht noch ein bisschen im Einzelnen an. Also erstens mit Gott als Schöpfer und Ursprung. Das kann bewiesen werden. Der kann bewiesen werden. Das geht vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie beim ersten Vatikanum, Pastor Eternus, geht es natürlich über den Papst, wenn Sie sich angeschaut haben, gestern aber vielleicht auch die Filius sozusagen über das Offenbarungs- und Wahrheitsverständnis. Da heißt es ja beim ersten Vatikanum, dass Gott mit Sicherheit erkannt werden kann mit der natürlichen Vernunft. Und jetzt, das wird jetzt sozusagen nochmal konkretisiert,
Gott kann das Dasein bewiesen werden. Der Gottesbeweis. Jetzt haben wir ja in Pascendi gesehen, also diese Agnostizismus, dass man nichts außerhalb der Welt erkennen kann, sagen wir mal Kant oder Feuerbach und was immer dahinter steht, das lehnt man ab. Also man stellt sich das natürlich so vor, Thomas von Aquin, die fünf Wege, Gottesbeweise, alles Endliche ist entweder ist von einem anderen verursacht. Es kann keine unendliche Ursachenreihe geben. Also muss es eine erste Ursache geben und die nennen alle Gott. Oder also so der Art. So stellt man sich das vor. Damit ist natürlich die wahre Philosophie verbunden. Also die Erkennbarkeit Gottes mittels Beweis. Es steht nicht da mittels Kausalbeweis, könnte auch ein anderer Beweis sein, aber er kann bewiesen werden. Das ist so die eine philosophische Grundlage. Was steht denn hinter dem zweiten mit den Beweismitteln der Offenbarung? Woran, jetzt stellt sich ja die Frage doch, ja gut, ich gehe jetzt vielleicht durch Wien, die einen sagen, Gott hat sich geoffenbart und zwar damals am Sinai. Andere sagen, nein, der hat sich geoffenbart in der Wüste, hat Mohammed seine Stimme gehört. Der Dritte sagt, nein, ich habe die Auferstehung Jesus gesagt. Der hat sich eben bei mir offenbart. Also verstehen Sie, ich habe ganz viele Offenbarungsansprüche. Wie kann ich denn jetzt einen wahren von einem falschen Offenbarungsanspruch unterscheiden? Da versucht der Papst, die traditionelle Apologetik, auch am Ersten Vatikanum grundgelegt, ein Stück weit. Woher kann ich erkennen, dass der christliche Offenbarungsanspruch wahr ist und der von Mohammed falsch ist, sozusagen? Genau, genau, Werke Gottes, und es steht auch ein bisschen, wenn Sie noch den Halbsatz weiter, was sind die zwei? Wunder und Prophezeiungen. Also man stellt sich, ich sage es jetzt mal vereinfacht, dass Sie es richtig sehen, wir wissen ja nicht, was Gott offenbart, das kann ja nur er wissen sozusagen. Wir können jetzt nicht sagen, wenn Gott sagt, ich bin dreifaltig, das kann man ja vorher nicht wissen sozusagen, was er sagt, wir haben also kein inneres Wissen um die Wahrheit. Aber wir können sagen, derjenige, der uns das verkündet, hat Kranke geheilt, die sonst unheilbar sind. Der ist von den Toten auferstanden. Der hat Besessene geheilt. Das sind alles Wunder, das kann sonst niemand. Damit wird die Wahrheit seiner Sätze legitimiert. Und im Buch Jesaja heißt es, die Jungfrau wird ein Kind gebären. Tatsächlich eine Jungfrauengeburt, gibt es sonst nirgends. Also durch Wunder und Prophezeiungen, sogenannte externe, also das ist nicht die Offenbarung selbst, sondern extern von der Offenbarung, beglaubigt aber die Offenbarung, dieses Zeichen, kann man die Wahrheit erkennen. Das ist diese Form, die Fundamentaltheologie, die Apologetik, bildet sich im Prinzip in der Aufklärungszeit aus, wo die Religion umstritten ist. Und das war der traditionelle Beweis. Durch Wunder und Offenbarungen, die hat eine längere Geschichte, schon Origenes spricht vom Beweis der Wahrheit und der Kraft. So, aber das ist das traditionelle Argument, was man immer verwendet hat, sozusagen, was auch hinter der Offenbarungskonstitution des Ersten Vatikanums steht und was der Papst hier bekräftigt. Jetzt kann man sagen, ja, wenn es so einfach wäre, sozusagen, warum stellt denn jetzt gerade diese moderne Bibelwissenschaft, in der sich der Papst wendet, warum macht die diesen Beweis jetzt schwierig zumindest oder wenig überzeugend, sozusagen, wenn sie es mal so... Ich meine, wäre ja toll, wenn man so diesen klaren Beweis hätte für die Offenbarung, aber was ist, inwiefern stellt die moderne Bibelwissenschaft das irgendwie in Frage? Zum Beispiel durch die Übersetzung als die junge Frau. Genau. Also so manche, die sagen, mit manchen Prophezeiungen ist was ganz anderes gemeint. Die sind zwar im Nachhinein von den christlichen Schriftstellern dann auf Jesus bezogen worden, aber ist ganz was anderes gemeint, haben einen anderen Sinn sozusagen, fällt weg. Mit den Wundern, auf einmal entdeckt man, es gibt auch andere Wundertäter, vielleicht, wie ist das mit den Besessenheiten? Es gab auch in der Antike andere Wundertäter. Manche meinen, diese Wunder sind nur nachträgliche Illustrationen der Ostererfahrung. Die hätte der historische Jesus gar nicht gemacht. Lessing kritisiert, können wir denn, wie glaubwürdig sind Wunder, die vor 2000 Jahren berichtet wurden, sozusagen, wenn heute jemand sagt, ich bin geheilt worden, glauben wir doch auch nicht, sozusagen, Mutter und so weiter. Also das alles ist ein Problem, weshalb damals die Apologetik dazu überging, immer mehr immanente Gründe für den Glauben
also zum immanenten Grund ist vielleicht, weil der Glaube so sehr dem Bedürfnis der menschlichen Seele entspricht. Weil der Glaube so sehr uns hilft, was weiß ich, seelisch zu entfalten, unseren Gefühlen entspricht oder so. Die Schönheit des Glaubens, das wären jetzt sozusagen Immanenz-Apologetik, nennt man das sozusagen, und das wären extern Dinge. Und Sie sehen diese vitale Immanenz. Der Papst meint, er muss diese traditionelle Form, ansonsten macht man die Religion vom Gefühl abhängig, von der vitalen Immanenz sozusagen. Also das ist sozusagen ein innerapologetischer Konflikt sozusagen. Gerade in Frankreich versucht man mit eben anderen Mitteln den Glauben zu beweisen. Das sieht der Papst Modernismus, deshalb diese Frage. Die Frage 3, da geht es um die Kirchengründung. Was sagt der Papst da bezüglich der Entstehung der katholischen Kirche? Durch Christus ab Petrus und von Petrus und der Kaufmänner. Genau, genau. Und Jesus hat sozusagen auch tatsächlich eine Kirche gegründet. Also nicht so jetzt, nehmen wir mal dieses Loisy-Zitat, Jesus glaubte, das Reich Gottes betrifft ihn an, ist gestorben und auf einmal ist es nicht gekommen, dann ist die Kirche gekommen, das nicht, sondern Jesus hat sich gedacht, auf diesen Felsen will ich mein genau, wie stelle ich mir das vor? Also möglichst eine Kirche mit würdigen alten Männern an der Spitze, die als Bischof möglichst mit einer Zentrale, mit einem Papst sozusagen und mit, also er hat es sich genau gedacht und hat diese Kirche gegründet in manchen Bibelstellen selbst. Also in Deutschland sagt man immer, an einer Stelle hat Jesus sogar von der Kirchensteuer gesprochen. Er hat nämlich im Johannesevangelium gesagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber das könnt ihr jetzt noch nicht vertragen. sozusagen auch die Kirchensteuer berücksichtigen. Viertens, da geht es um die Glaubenslehre sozusagen. Was wird da ausgeschlossen in diesem vierten, also da geht es um die Dogmen, also welche Sicht oder welche Lehre? Dogmengeschichte. Genau, Dogmengeschichte, das durfte man gar nicht, da durfte er, wenn man sowas gemacht hat, gar nicht so nennen sozusagen. Also hat sich maximal die Formulierung geändert, aber Dogmen dürfen sich nicht entwickelt haben sozusagen. Und das fünfte ist dann sozusagen nochmal, was der Glaube ist. Ja. Ja. Das ist eigentlich ein Beginn der ganzen. Ja, natürlich jetzt. Ja, also gut, man könnte natürlich jetzt so sagen, also auch der Papst oder seine Ratgeber wissen, dass in der Bibel noch nicht der Begriff Homoousios verwendet wird von eines Wesens. Aber ist das sozusagen eine griechische Verfälschung der biblischen Lehre oder hat man gerade die biblische Lehre gegen philosophische Verfälschungen, zwar mit der Sprache der Philosophie, bewahrt sozusagen? Und man würde dann sagen, es gibt schon eine andere Formulierung, dass man etwas, was auf Hebräisch war, auf Griechisch und dass man was mit einem anderen Begriff fasst, aber das Wesen bleibt immer gleich. Man kann das vielleicht nur, was implizit schon in der Bibel war, das ist halt im Dogma dann explizit. Das ist aber immer die gleiche Lehre. Und da musste man natürlich dann teilweise, ein großes Problem war etwa 1854 die unbefleckte Empfängnis Mariens. Wo steht das in der Bibel? Man hat es dann probiert, dass man sagt, ja, gegrüßet seist du Maria voll der Gnade. Wenn sie ganz voll der Gnade ist, dann ist ja kein Platz mehr für die Sünde. Also Beweis. Zweitens, du bist gebenedeit, gepriesen unter den Frauen. Wenn Maria wirklich gepriesen ist, dann kann man sie ja gar nicht tadeln. Sünder tut man tadeln, also ist sie ohne Sünde. Und drittens, Feindschaft setze ich zwischen dich und der Schlange. Du triffst die Schlange am Kopf, sagt Gott zur Frau, nachdem sie das Paradies vertrieben wird, vom Ding gegessen hat. Wenn eine Frau in Zukunft die Schlange, den Teufel am Kopf trifft und ihn zertritt,
kann sie selber nicht vom Teufel verwundet sein, muss sie also ohne Erbsünde sein. Also man sieht, man versucht dann schon diese Substanz des Dogmas in die Bibel, aber das ist natürlich für eine historisch-kritische Exegese schwierig zu beweisen, sozusagen. Deshalb ist da schon, also die Sichtweise, es darf keine Entwicklung geben, es müsste alles schon da sein. Natürlich glaubt man nicht, dass es schon ausformuliert war, aber im Kern war es schon immer da sozusagen. Ja. Noch eine kurze Anmerkung, aber die historisch-kritische Methode war ja sowieso ein Irrtum. Die war ja in Syllabus drinnen. Genau, genau, also zumindest, also sozusagen eine. Genau, die, genau, wenn wir das jetzt auch weiterlesen würden über die Geschichtswissenschaften da noch am Eid, da gibt es sozusagen eine falsche Haltung. Wenn man, der gute Katholik hat katholische Voraussetzungen, der geht eher davon aus, wenn etwas im zweiten Jahrhundert noch nicht geschrieben ist, dann war es vielleicht trotzdem da, die haben es halt nicht niedergeschrieben, sozusagen ein Dogma. Dagegen, wenn ich mit einer überkritischen, protestantischen, kirchenfeindlichen Haltung rangehe, da glaube ich, ach, zum ersten Mal ist von, im 4. Jahrhundert die Rede gab es vorher nicht, ist die Erfindung des 4. Jahrhunderts. Also sozusagen nicht die wahre historische, katholische Kritik, die würde man erlauben, aber diese Überkritik sozusagen, die mit kirchenfeindlichen Voraussetzungen rangeht und sagt, ja, jetzt dekonstruieren wir mal den falschen Glauben, der steht hinter den Modernisten. Das ist so diese Sichtweise dieser Dokumente. Mir ist jetzt nur aufgefallen auf Seite 5, ja. Beim ersten Obs, also, und sich in Zukunft in unbegrenzten Fortschritt vollenden. So als weil das verurteilt wird, ja. So als würde sich die Zukunft nicht weiterentwickeln, sondern. Genau. Also die Zukunft, sagen wir mal, die mag sich zu einem manchen entwickeln, was weiß ich, jetzt haben wir ein Auto, das 200 PS hat und dann haben wir eins, was 300 hat, das mag schon alles sein, aber die Wahrheit der Lehre, die wird sich damit nicht, also jetzt nicht so, dass man sagt, der moderne Mensch, der kann mit so Zeug wie Erbsünde und so nichts mehr anfangen, für den brauchen wir andere Dogmen, sondern die einen Wahrheiten sind immer wahr für alle Zeiten sozusagen. Das ist klar gesagt dadurch. Für mich ist es durchzogen von schrecklicher Angst. Also das stimmt natürlich, also das glaube ich und das ist natürlich ein Ding. Und andererseits kann man ja vielleicht, also ich meine, dass dahinter ja wirkliche Probleme stehen sozusagen. Und das ist, glaube ich, sowohl der Papst als auch der Weiß, als auch der Komma, die haben natürlich alle sozusagen auch die Erfahrung gemacht, dass der Katholizismus ihrer Kindheit, natürlich ist der immer auch beengend gewesen, Geborgenheit gibt, Trost gibt im Leben, etwas Mütterliches ist, da, die haben so eine Liebe zur Kirche, die sie jetzt durch diese moderne Wissenschaft und Theologie gefährdet sehen, sozusagen. Und natürlich haben die jetzt Angst, sozusagen nicht nur die bösen Liberalen von außen, sondern auch im Inneren der Kirche, sozusagen. Und das muss man halt irgendwie so versuchen, zuerst mal zu verstehen. Ja. Also ich was das aber für die politische Auswirkung gehabt hat, also wenn der schreibt und Frieden, die Kirche ist ja die katholische Kirche, ja, ja. Und also wie ein Staat wie Deutschland, wenn die bei 50-50 ist, was hat das für Auswirkungen? Ich glaube, das erinnert ja sozusagen 30-jähriger Krieg wieder. Ja, also es gab auch sozusagen einige Begleiterscheinungen. Die eine haben wir ja schon gesagt, also die deutschen Universitäten, die haben sich natürlich geweigert, natürlich ein bisschen angestiftet von den Professoren auch, und der Staat hat verboten, wenn diese Beamte bei uns, sie schwören nicht einfach Eide, da kann nicht einfach die Kirche kommen, diesen Eid zum Beispiel verlangen sozusagen, weil man natürlich auch ein Interesse hatte am konfessionellen Frieden sozusagen. Es ist aber dann dazu noch, dass Carlo Borromeo, der ja der große Mailänder Heilige, Karlskirche kennt sie natürlich in Wien, klar, der gegen Reformation gewesen ist sozusagen, der hatte ein Jubiläum und der Papst hat dort eine kleine Borromeus-Enzyklika Edite Sepe geschrieben, mit dem er Carlo Borromeo gepriesen hat, was er für ein großer Heiliger eben gewesen ist, weil er den Protestantismus besiegt hat und dagegen gekämpft hat. Und da hat er sich die Bemerkung auch auf den heutigen Protestantismus nicht verkneifen können, der Papst, und hat gesagt, für sie trifft das Pauluswort zu, ihr Gott ist ihr eigener Bauch. Und das hat natürlich in Deutschland dann einen Pressesturm und so weiter. Also das ist natürlich immer,
Also all diese Debatten mit der Rückständigkeit der Katholiken sind das gute Staatsbild. Das wird natürlich da befördert sozusagen. Und dann sagen natürlich die Protestanten, ja, wir sind wissenschaftsfreundlich, die deutsche Kulturbildung. Und seht doch mal, wie rückständig die Katholiken und die... Also klar, das sind dann all diese Debatten, die es dann gibt und die dann auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Jetzt tue ich Ihnen kurz mal, das muss ich Ihnen aber sagen, weil es niederbayerisch ist, also eine Karikatur des Modernisten als auch zur, den Sie von Ludwig Dober, den Sie vielleicht von den Lausbubengeschichten und so kennen, der aber auch sonst auch ein bisschen deutschnational, teilweise antisemitisch, Schriftsteller, aber ziemlich antiklerikal war in Bayern, also volkstümlich, aber antiklerikal. Und der hat das Lied eines niederbayerischen Kooperators, also Niederbayern ist so südlich der Donau gelegen, ein sehr reiches Bauernland, was aber auch bedingt, dass diese Niederbayern, also ich glaube jetzt der metaphysische Tiefsinn, also große Philosophen sind aus Niederbayern nicht hervorgegangen, aber eher stolze, sture Bauern, würde ich jetzt mal sagen, sozusagen. Und dort ein Kooperator, also ein Geistlicher, der... Den lässt Ludwig Dober auf dieses Lied singen, mir Niederborn, haben auch den Eidschild geschworen. Das hat sich gleich gebührt, dass na jeder schwört, nicht grad mit einer Hand, mit alle zwei miteinander, quaschen sind's auch nicht gewesen, deswegen was denn. Mir Niederborn, müssen wir gen Himmel fahren, fei grad als Geistlicher, das haben wir alle gern. Sagt der Papst, was er will, uns ist kein Eid zu fügen. Wir haben keinen Wissensdurst, uns ist alles wurscht. Wir Niederbayern, so sind wir aufzumachen, dass man keine Angst nicht spürt, dass sie kein Zweifel rührt, dass wir schon allesamt so einen schönen Glauben haben. Der gibt schon gar nichts mehr. Hauer Prisia, also schnupft er mal her. Also das ist so die Geistlosigkeit, mit der natürlich so die Gegner von außen diese Haltung jetzt so diese Dinge karikiert haben. Jetzt will ich Ihnen sozusagen, das war der Antimodernisten-Eid, jetzt will ich Ihnen aber bis Battingen noch zu diesem Spionage-Netzwerk sagen und dazu vielleicht kurz auf das Thema mit dem Antimodernismus zusammenhängt, das ist das Thema Integralismus. Also integral ist sozusagen vollständig und der Integralismus meint, dass auch in Gebieten, die scheinbar mit der Religion gar nicht so viel zu tun haben, Literatur, Politik, Gewerkschaften, dass da überall das religiöse Prinzip gelten soll. Und dieses Spionagenetzwerk von Benigni, das wir uns gleich noch anschauen, das war insbesondere auf diese gesellschaftlichen Bereiche der Religion, dass da ja nichts entzogen wird sozusagen. Also dieser Modernismusstreit ist auch mit einem Integralismusstreit verbunden. Ich sage Ihnen da mal drei wichtige Themen. Da geht es immer ein Stück weit um die Unabhängigkeit von Kultursachbereichen, wie Wissenschaft, also jetzt außerhalb der Theologie, Biologie oder so. Wie weit sind die von der Kirche unabhängig? Religion, Schriftsteller, Gewerkschafter, Politiker und so fort. In Deutschland gab es etwa, natürlich überall hat man Angst, dass die Arbeiter völlig zum Sozialismus, der ja damals noch stark kirchenfeindlich war, übergeht. Die gründen christliche Gewerkschaften. In diesen Gewerkschaften sind aber jetzt auch Protestanten. Da spielt nicht die religiöse Unterweisung die entscheidende Rolle, sondern da geht es um Arbeiterinteressen und so fort. Jetzt bilden sich in Deutschland zwei Strömungen. Die Mehrheit der Bischöfe stehen hinter diesen christlichen Gewerkschaften. Das ist die sogenannte Kölner Richtung. Es gibt aber den Kardinal Kopp in Breslau und den Trierer Bischof Corum. Die tun sich, die nennen Berliner Richtung, die sagen, diese Gewerkschaften, Heiliger Vater, die musst du auflösen. Das ist eine Gefahr. Das sind katholische Arbeiter mit Protestanten, die verlieren im Betrieb den Glauben. Und die sollen sich doch nicht mit Streik beschäftigen, die sollen doch mal Katechismus lesen und so fort. Also wir wollen katholische Arbeiter vereinen. Das war so ein Streit, die Integralisten, alles unter kirchlicher Führung. Der Papst ringt damit und die Bischöfe machen so einen Druck, dass er, obwohl er natürlich die katholischen Arbeitervereine unterstützt, schließlich die Entscheidung fällt, besser wären die Arbeitervereine, aber die christlichen Gewerkschaften. Tolerari possum, können geduldet werden.
Auch der Nuntius in Wien, in München, früh werden Dominikaner unterstützt, sagt, nein, die Integralisten gehen zu weit. Und da sieht man natürlich, dieser Geheimdienst wird die Bischöfe, wird diesen Nuntius attackieren. Man will diese christlichen Gewerkschaften nicht. Eine andere verwandte Strömung damit war, wie sollen sich die katholischen Parteien, die Zentrumspartei, weiterentwickeln? Julius Bachem hat 1906 einen Artikel geschrieben, wir müssen aus dem Turm hier raus. Die Katholiken, die gläubigen Katholiken wählen uns treu, aber wir müssen auch für Protestanten wählbar sein. Wir müssen nicht nur der verlängerte Arm der Kirche sein. Also soll die Politik unabhängig sein, ein Stück weit auch die katholischen Politiker von der Kirche, oder sollen die weisungsgebunden sein? Das war der Zentrumsstreit, da geht es wieder um Integralismus. Und es gab einen Literaturstreit, der verbindet sich vor allem mit der Zeitschrift Hochland, die im Jahr 1903 das erste Mal erschien. Karl Muth und andere Literaturwissenschaftler haben bemäntelt, dass es eigentlich keine im Deutschen, keine hochstehende geistige Literatur gibt, die katholisch geprägt ist. Die katholischen Schriftsteller, das sind ein bisschen so fromme Romane, wo so ein Mädchen vom Land, das ganz tugendhaft ist, zwar von einem bösen Geist mal versucht wird, aber bei der Tugend geblieben ist und schließlich den Lohn hat. Also so kitschig, tendenziös und so. Wir müssen echte Kunst. Und da gründet er das Hochland. Und dieses Hochland wurde immer wieder kritisiert. Ja, da entstehen Dinge, da wird auf einmal ein Roman mit einem Papst und der kommt gar nicht gut weg, dieser Papst. Oder darf das sowas sein oder so? Also muss katholische Literatur Tendenzliteratur sein. Das wird dann noch komplizierter, das Hochland wird dann indiziert. Also gibt es auch einen literarischen Modernismus sozusagen. Einen Modernismus, wo katholische Schriftsteller scheinbar katholisch sind, aber in Wirklichkeit die falschen modernen Prinzipien haben, wenn die ein Gedicht oder einen Roman schreiben. Das Ganze wird auch noch mit einer österreichischen Komponente verbunden, denn in Österreich gab es einen Gegenspieler, eine Zeitschrift der Gral, Richard Ritter von Kralik, der sehr stark der Romantik und dem Ideal der Romantik verbunden war und deshalb auch das Hochland attackiert hat. Also das sind diese Dinge jetzt sozusagen über die eigentliche Glaubenslehre, Bibelwissenschaft, Glaubensbegründung hinaus, die auch mit der Modernismuskrise verbunden sind, Integralismus, auch diese Bereiche Literatur, Wissenschaft, Gewerkschaften, Gesellschaft, Politik sollen ganz unter kirchlicher Leitung sein, keine Eigenständigkeit von Laien wollen die Integralisten. Und ein wichtiger Vertreter eben dieses Integralismus ist jetzt dieser Umberto Benini gewesen, über den ich Ihnen kurz ein bisschen was sage, weil der vom Papst de facto beauftragt wurde, einen Geheimdienst aufzubauen. Also der stammte aus Umbrien, aus Perugia, hat dort auch die Priesterweihe empfangen und ist dann auch zu Weiterstudien nach Rom gekommen und hat dort auch Kirchengeschichte am Seminarium Romanum, das war das römische Priesterseminar, die dann später nach der Aussöhnung 1929 die Lateranuniversität hervorgegangen ist. Also er war Kirchenhistoriker, der sich da vor allem für die sozialen Auswirkungen, also beinahe war sowas wie ein moderner Sozialhistoriker, wie war der Einfluss der Kirche auf das soziale, gesellschaftliche Leben? Bedienen. Gleichzeitig hat er immer schon in Perugia Pressearbeit betrieben, Zeitschriften gegründet und so fort. Und sein Ziel als Kirchenhistoriker ist im Prinzip, Leo der 13. hat er die Enzyklika Rerum Novarum, die erste Sozialenzyklika, geschrieben. Benini will kirchengeschichtlich nachweisen, dass immer dort, wenn man der Lehre des Christentums gefolgt ist, blühende soziale Verhältnisse waren. Und wenn man abgefallen ist, kommt es zu Massenarbeit, Arbeitslosigkeit, Armut und so fort. Das ist so sein Ziel, also gesellschaftlicher Bereich. Jetzt lehrt Benini nicht nur in Rom Kirchengeschichte, sondern steigt auch im Staatssekretariat aus, wird sowas wie ein Sottosekretario, der ist dann schon unter dem Sekretär sowas wie ein Hauptabteilungsleiter, kann man sagen, eine wichtige Rolle, gründet aber gleichzeitig eine Zeitschrift, La Correspondenza Romana, die in verschiedenen Sprachen erscheint, die den integralistischen, antimodernistischen Kampf fördert, überall informiert
und auch öffentlich in Pressekampagnen Bischöfe, die nicht wirklich antimodernistisch sind, Laien angreift, Anhänger von Hermann Schell angreift und so fort, vor allem in diesem politischen, literarischen Bereich, in diesen scheinbar eigenständigen Kultursachbereichen. Und er gründet eine Gemeinschaft, einen regelrechten Geheimdienst. Dieser Geheimdienst heißt Sodalitium Pianum, also Sodalität, Gemeinschaft, Pianum, nach Pius dem X. gegründet. Die Mitglieder verwenden Tarnnamen. Also sie heißen dann nicht Müller, sondern Charlotte. Oder Charlotte sagt, oder Kardinal Mary der Waal war zwar ein Verbündeter, gilt aber als ängstlich. Da wird immer nur von der Angst gesprochen. Die Angst hat wieder etwas Dummes gesagt. Da meint man Kardinal Mary der Waal und so weiter. Also es gibt ein Codewort. Die Mitglieder kennen sich nicht und informieren sich. Und da schaut man, dass in allen europäischen Ländern jetzt Informanten sind, die vor allem die Bischöfe überwachen sollen und über die berichten sollen, ob die gegen den Modernismus kämpfen. Und dem Papst gefällt es so gut, dass Bemini 1911 freigestellt wird und nur für diese Spionage und Öffentlichkeitsarbeit freigestellt wird sozusagen. So wichtig ist es für den Papst. Sein Nachfolger im Staatssekretariat wird der junge Eugenio Pacelli, also der dann später Papst wiederum geworden ist. Da sehen Sie ihn, also sonst findet man kein Foto über ihn, das oberste ist der Benigni. Benigni ist jetzt ein gewisses sozusagen, also ist natürlich jetzt, den interessiert vor allem jetzt Gewerkschaftsstreit, halt diese Dinge, aber ist auch eine gewisse Tragik dahinter, denn unter Pius dem X. wird er hoch gefördert und sozusagen und als der neue Papst gewählt wird, Benedikt der 15., den Sie dann am unteren Bild unter Benigni sehen, berichtet schon der junge Preising, der mit dem Kardinal Bettinger von München in Rom war, dass man dem Papst, dem neu gewählten Papst gesagt hat, mit der Antimodernistenhetze muss jetzt Schluss sein und solche Leute wie den und den, die braucht man nicht mehr. Und dann hatte der neue Papst gesagt und den Benigni auch nicht mehr. Also der Benigni gerät unter Druck. Und jetzt geschieht etwas. Also Pius der X. war bis zum Schluss von dieser Modernismussorge verbunden. Und natürlich gibt es da noch viele Kardinäle, die von ihm geprägt sind. Die Nachfolgepäpste, Benedikt der 15., ist ein Diplomatenpapst aus der Schule Rampollas und Leos des 13. Der ist kein Modernist, aber der will mit dieser Hetze nichts mehr zu tun haben. Dieses Sodalitium Pianum muss erst aufgelöst werden, dann darf es doch weiter, aber es ist nicht mehr so offiziell. Es tut noch manche Kardinäle, etwa den Kardinal van Rossum, den Niederländer, der England Pius dem X. war, unterstützen. Es gibt einige Mitarbeiter Pius des X., die weiter einflussreich an der Kurie sind in den 20er Jahren, etwa der Kardinal Del Valle, Vorsitzender der Glaubenskongregation des Sanctum Officium. Aber dieser ganz konservative Antimodernismus ist nicht mehr die offizielle Haltung. Es gibt also jetzt eine Strömung in der Kirche, in der Kurie seit Pius dem X., die rechtgläubiger ist als der Papst. Oder der Papst hat in den eigenen Reihen jetzt eine Opposition von rechts. Pius der X. hat zum Schluss nochmal versucht, wirklich überall in Italien keine Abweichung von Thomas von Aquin. Er hat 24 ganz detaillierte Thesen aus Thomas von Aquin mit ganz speziellen Fragen, die jeder Dozent hätte schwören müssen. Er hatte den Plan in Bibelwissenschaften, die Bibelkommission, die sollte alle Fragen entscheiden. Dann hätte jeder Exeget in Deutschland, in Österreich nicht mehr die Bibel auslegen brauchen, sondern nur noch die Entscheidungen der Bibelkommission. Er hatte den Plan, ein Musterinstitut, das noch heute existierende Bibelinstitut in Rom, einzurichten. Und wenn man in Exegese lehren will, hätte jeder in Rom am Bibelinstitut promovieren müssen und so. Also das waren die Pläne. Und diese Pläne werden jetzt abgemildert durch den Nachfolger Benedikt den 15. Und dann nochmal, das war ein Kompromisskandidat, Achille Ratti, Pius der 9. Diese Päpste waren keine Modernisten natürlich und die haben sich weiter zu dem Antimodernismus bekannt. Der Antimodernisteneid war weiter, aber das war nicht mehr die Priorität im Pontifikat. Und Leute wie der Benigni geraten deshalb ins Abseits. Er bietet einzelnen Kardinälen seinen Dienst noch an,
bietet aber auch dem neuen faschistischen Staat der Bewegung, die ja Informationen über die katholische Kirche braucht, den Dienst an und erkennt die gemeinsamen Ziele für die italienische Kultur und Latinità, für die Familie, fürs Vaterland, für die Religion. Benigni hat in den letzten Jahren als Informant und Geheimdienstler für Mussolini deshalb gearbeitet. Und da sehen Sie vielleicht, um sozusagen zum Schluss zu kommen, vielleicht eine Sache, die wir kurz diskutieren sollten. Also es gibt, das ist die eine Weichenstellung. Diese Modernistenkrise bedeutet natürlich Angst, Verdächtigung innerhalb der Kirche, immer wieder der Vorwurf, der ist Modernist, bis weit nach dem Zweiten Vatikanum und auch unter Johannes Paul II. Gab es dann einen neuen Treueeid, also Mechanismen wirken dann weiter. Gleichzeitig ist es aber so, dass sich ein ganz konservatives Milieu, das sich auf Pius X. beruft, ausgebildet hat, dass die anderen Päpste nicht mehr eins zu eins gefördert haben. Da ist Benigni ein Vertreter, da ist aber auch der dogmatische Lehrer von Erzbischof Lefebvre an der Gregorianer wichtig, das ist der Kardinal, Dogmatikprofessor Kardinal der Jesuit Louis Billot, der den Antimodernisten-Eid befasst hat und der eine Gruppierung unterstützt hat in Frankreich, die Ernst Nolte und andere sozusagen als die Vorgängerorganisation der faschistischen Bewegungen in ganz Europa gesehen haben. Das ist die sogenannte Action Française, die von einem Literaten gegründet wurde, der selber gar nicht gläubig war, aber den Katholizismus als konservative, traditionelle Form unterstützt hat, die zu Frankreich gehört, ein glühender Monarchist und ein glühender Antisemit auch, der nach dem, müssen wir jetzt in Detail machen, nach dem Dreyfus-Skandal in Frankreich 1898 diese Action Française gegründet hat. Und die waren entschieden für die Monarchie, für die Restauration der Monarchie, für eine Synthese Staat und Kirche. Und diese Action Française waren auf der einen Seite ganz treue Katholiken größtenteils, auf der anderen Seite ganz konservative Antimodernisten, Nationalisten, Antisemiten, die das Gemeinwesen gegen Bolschewismus und gegen Liberalismus autoritär, diktatorisch durch das Führerprinzip umgestalten wollten. Verbindung mit der Masse, also Vorform zum Faschismus. Und Pius XI. Entscheidet sich nach langem Ding, diese treuen Katholiken, diese Übernationalisten zu verurteilen und zu exkommunizieren. Der Kardinal Billot sagt, das kannst du doch nicht machen, das sind die treuesten der Treuen in Frankreich, die für die Kirche sind und für die Monarchie sind. Der Papst macht es trotzdem, der Louis Billot nimmt seinen Kardinalshut und gibt ihn zurück, er wäre sonst wahrscheinlich auch suspendiert worden, verzichtet auf den Kardinalshut als Ding. Und das ist genau dieses Milieu, aus dem Lefebvre kommt und aus dem die Pius-Bruderschaft sozusagen kommt. Also die, genau diese Frontstellung, und diese, die es in den 20er, 30er Jahren gibt, das sind genau, teilweise noch genau die gleichen Personen, die dann im Zweiten Vatikanum eine Rolle spielen. Und insofern erklärt das auch viel vom kirchlichen Leben. So viel da zum Weiterwirken. Dann würde ich jetzt sozusagen zum Schluss kommen, da ich immer auf diese Uhr schaue und der Engel des Herrn, die wir jetzt in der Hierarchie können machen, was sie wollen, sie können auch nebenher beten, also ich komme jetzt nicht dazu, aber der hat jetzt schon geläutet. Aber sozusagen, man sieht vielleicht an diesem Phänomen, wenn wir zum Schluss kommen, Modernismus, Antimodernismus. Es ist ein Phänomen mit einer langen Kontinuität. In die Kirche, da gibt es eine lange Abgrenzungsgeschichte gegen die Moderne, gegen die Aufklärung. Und es ist trotzdem von der Denkweise sozusagen ein Höhepunkt. Der Feind ist in der Kirche, die Wurzel aller Häresien, da ist ein System dahinter sozusagen. Man kann dann fragen, ist das ein konstruiertes System? Es wird in der Forschung diskutiert, dass nur der Papst glaubt, keiner der Forscher hat es so vertreten. Oder sieht er doch eigentlich die Problematik von der Religion in der Moderne? Ist nicht doch was Wahres dran? Sind da nicht Voraussetzungen, die viele moderne Positionen haben, die man heute im Alltag über Religion hat sozusagen? Waren eigentlich fast alle Professoren damals Modernisten oder hat es niemand vertreten? Die Frage hängt damit zusammen. Auch das wird in der Forschung diskutiert.
dahinter, was wollten die Antimodernisten, kann man nochmal fragen. Also es ist das Ideal natürlich einer christlichen Gesellschaft, haben Sie schon gesagt, einer Gesellschaft, die ganz von der Kirche bestimmt ist, die ganz lange eben in Italien, in Spanien, die das Ideal der Kirche war, wo die Schule, die Ehe, alles christlich von kirchlichen Prinzipien geprägt ist, alles von der übernatürlichen Autorität der Kirche bestimmt ist. Und das ist natürlich sozusagen das Positive, was haben wir gesagt, diese Antimodernisten, die irgendwie geglaubt haben, sie machen das aus Liebe zur Kirche, sie wollen da was bewahren, sonst geht den Menschen Trost verloren, sonst geht den Menschen Wärme, Halt verloren, die Kirche ist was ganz Wichtiges, und auf der anderen Seite natürlich ein Überwachungssystem, ein Denunziationssystem, ein System der Angst und Verdächtigung installiert haben, das das innerkirchliche Klima unheimlich verengt hat und natürlich auch letztlich dazu geführt hat, dass viele freiere, selbstständigere Geister irgendwann mit der Kirche gebrochen haben. Und das ist also ein besonders katholisches Problem, natürlich ein Problem um 1900, 1910. Es ist aber irgendwie das Problem auch aller Religionen in der Moderne. Und es sind auch Fragen, die gar nicht so weit zurückliegen und irgendwie auch heute noch nachwirken. Und damit sind all diese Dinge auch letztlich unsere Probleme und Fragen.